Damit nochmal ein herzliches Hallo von meiner Seite aus. Mein Name ist Marie Jünemann. Ich bin Sprecherin des Mehr Demokratie e.V. Und wir beginnen jetzt mit unserem ersten Panel hier im zweiten Raum der Online-Konferenz, die digitale Demokratie. Ich spreche jetzt gleich mit Verena Nierle vom Bayerischen Rundfunk und Anne Semsrott von Frag den Staat. Worüber wollen wir jetzt hier sprechen? Diese Konferenz ist eingeteilt in drei große Bereiche: digitale Information, digitales Debattieren und digitales Entscheiden. Wir wollen uns anschauen, wie unsere Demokratie im Digitalen funktioniert, was man alles tun kann, wie man sie verbessern kann. Und unser jetziges Panel zwischen Datenschutz und Informationsfreiheit, wie erfragen Journalistinnen Informationen vom Staat, richtet sich eben genau zu den Slot digitale Information. Wie komme ich als Bürgerin eigentlich an Informationen? Vielleicht noch mal kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin auch Vertrauensperson beim Volksentscheid Transparenz in Berlin. Wir versuchen da gerade per Volksbegehren ein progressives, modernes Transparenzgesetz in der Bundeshauptstadt zu etablieren. Und ich habe dieses Panel organisiert, weil ich eigentlich immer dachte, so von klein auf, man kennt ja diese US-amerikanischen Filme, wo Journalistinnen mit ihrem Presseausweis vor irgendwelchen Gebäuden oder Crime-Scenes stehen und sagen, hier, ich bin Journalistin, ich darf rein, geben Sie mir die Information und dann kriegen das Journalistinnen auch gleich. Und meine Arbeit in den letzten Jahren hat mir tatsächlich gezeigt, dass es doch gar nicht so einfach ist, immer an staatliche Informationen zu kommen. Deswegen hat mich jetzt besonders mal eben die Perspektive interessiert, wie Journalistinnen eigentlich die gesetzlichen Regelungen in Deutschland für investigative Recherchen nutzen können oder auch in Europa, weil ich es schon als Aktivistin schwierig finde, manchmal an staatliche Informationen ranzukommen und weiß, was es da für Probleme gibt. Aber vielleicht ist es ja heute noch so, auch in Deutschland, dass man eben den Journalistinnen-Ausweis hochhält und sofort alle Informationen hinterhergeschmissen bekommt. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und deshalb spreche ich heute mit Verena Nierle. Sie ist Journalistin beim Bayerischen Rundfunk und hat seit 2016 die Investigativeinheit des Bayerischen Rundfunks aufgebaut, also beschäftigt sich ganz viel mit investigativem Journalismus. Sie hat zahlreiche Preise gewonnen, den Deutschen Wirtschaftsfilmpreis und den Journalistenpreis des Weißen Rings. Und ich glaube, du bildest auch Trainees und VolontärInnen im Bereich investigative Recherche aus. Also wenn es eine Expertin zur investigativen Recherche gibt, dann glaube ich, bist du es. Und außerdem spreche ich mit Arne Semsrott. Arne ist seit 2014 Projektleiter bei Frag den Staat. Außerdem seit Oktober 2018 im Vorstand von Lobby Control und Mitinitiator der Initiative Open Schufa, die einmal für den Grimme Online Award nominiert war. Habe ich jetzt auf Wikipedia gelesen. Wahnsinn. Vielleicht für alle, die Frag den Staat nicht kennen, das ist eine Internetplattform, mit der man eben Freiheitsanfragen sehr leicht online stellen kann. Ich kann allen nur empfehlen, das Portal einmal auszuprobieren. Genau, und wir alle haben jetzt in den letzten Wochen ja sehr, sehr oft von einer investigativen journalistischen Recherche mitbekommen, nämlich vom WDR, NDR und der Süddeutschen Zeitung, wo es um den sogenannten Maskenskandal ging, wo investigative Recherchen aufgezeigt haben, wie PolitikerInnen Provisionen bekommen haben für die Vermittlung von Masken und anderen Dienstleistungen im Zuge der Corona-Pandemie. Und auch, dass zum Beispiel 53 Millionen Euro an eine Textilfirma in Hessen gegangen sind, haben diese Zeitungen aufgedeckt. Und als BürgerIn kann man sich da mal fragen, ist das eigentlich angemessen für die Höhe an Masken, die da bestellt wurden? Ist das nicht ein bisschen viel? Warum verdienen bestimmte PolitikerInnen mit Nebentätigkeiten eigentlich Provisionen bei solchen Geschäften? Das ist eine investigative Recherche, die uns in den letzten Wochen umgetrieben hat. Und meine erste Frage vor diesem Hintergrund richtet sich an Arne. wenn ich als Bürgerin jetzt gerade bei der Corona-Pandemie herausfinden möchte, zum Beispiel, wie viel Geld wurden für bestimmte Schutzmaßnahmen ausgegeben, was berät jetzt eigentlich gerade irgendwie die Beratungsgremien der Bundesregierung, was steht in bestimmten Gutachten und so weiter, in Protokollen, was wird besprochen, wie komme ich eigentlich allgemeine Informationen. Wie komme ich als Bürgerin an Informationen? Wie kommen Journalistinnen an Informationen? Und wie kommen Initiativen eigentlich an Informationen vom Staat? Danke für die Frage. Ich glaube, die Antwort ist erstmal sehr einfach und dann wird es komplexer, wenn wir in Details gehen. Die sehr einfache Antwort ist, du fragst einfach und dann hast du das Recht darauf, die Info zu bekommen. Mit dem Informationsfreiheitsgesetz, das bundesweit gilt, also für Bundesbehörden, haben alle Menschen, ob Journalistin oder nicht, das gleiche Recht,
Dokumente und Auskünfte von staatlichen Stellen zu bekommen. Das heißt, wenn ich ein Gutachten haben will, bei mir um die Ecke wird ein Schwimmbad gebaut oder der Abgeordnete hat irgendwas mit dem Landkreis zu tun, zu Masken, und ich will da ein paar Dokumente zu haben, dann frage ich das einfach an. Das mache ich idealerweise mit Verweis aufs Informationsfreiheitsgesetz. Und das kann man über Frag den Staat machen. Also wir versuchen zum Beispiel diesen Prozess so einfach und transparent wie möglich zu machen, sodass man nur noch in einem Satz eingeben kann, was man will. Aber das kann man auch unabhängig davon machen, kann man per E-Mail machen, man kann sogar anrufen. Und es gibt dazu, und das macht es ganz gut, Pressevertreterin zu sein, zusätzliche Rechte für Journalistinnen nach dem Presserecht. Auch erstmal relativ einfach und dann komplexer in den Details, aber Journalistinnen haben dazu noch ein weitergehendes Recht, Auskünfte zu bekommen auf Anfragen. Das heißt, wenn sie wissen wollen, wie viel hat das und das gekostet, mit wem hat die und die Person in der staatlichen Stelle gesprochen, dann ist erstmal grundsätzlich das Recht da, das zu bekommen. Das ist so die Grundlage, und dann ist es natürlich noch vielleicht bei einzelnen Sachen, die ein bisschen brisanter sind, schwerer ranzukommen, aber das Recht haben grundsätzlich erstmal alle. Man muss dazu erwähnen, dass du auch Journalist bist, ne? Genau deswegen weißt du das so konkret. Okay. Es ist übrigens super, diese Rechte miteinander in Ping-Pong zu vereinbaren. Also ich frage vielleicht erst per Presseanfrage so ein paar allgemeine Details an, und dann, wenn ich darüber was gelernt habe, kann ich Dokumente dazu nach dem Informationsfreiheitsgesetz anfragen. Dann lerne ich darüber wieder was, kann wieder eine Presseanfrage stellen und so weiter. Idealerweise funktionieren diese Rechte ganz gut miteinander. Okay, kannst du vielleicht noch mal ganz kurz die Situation in Deutschland beschreiben? Also ich habe gehört, du sprichst oft von einer Drei-Klassen-Gesellschaft der Informationsfreiheit in Deutschland. Wie sieht es denn aus in den Bundesländern? Können wir alle gleich, ich meine, wir haben diesen Föderalismus, der, wie wir auch gerade in der Corona-Krise merken, mal besser, mal schlechter ist. Können wir alle gleich gut Informationen anfragen, oder wie läuft das in Deutschland? Der Bayerische Rundfunk ist, glaube ich, besonders geplagt, wenn es um regionale Recherchen geht. Es gibt 13 Bundesländer, die haben Auskunftsgesetze. Und es gibt drei, die haben keine, und das sind Bayern, Sachsen und Niedersachsen. Da gibt es also so ein allgemeines Informationsfreiheitsgesetz nicht. Und wer dort lebt oder auch woanders lebt, aber zu regionalen Sachen was wissen will, hat erstmal dieses Grundsatzrecht nicht. Es gibt darüber hinaus aber noch Gesetze, die weitergehen, und das ist die erste Klasse sozusagen. Das sind die Transparenzgesetze. Es gibt zum Beispiel in Hamburg, wo der Staat verpflichtet ist, zusätzlich zu dieser Auskunft geben müssen, auch noch ganz viele Dokumente zu veröffentlichen. Und das ist so ein bisschen die progressive Variante von so einem Auskunftsgesetz, ein Transparenzgesetz, nachdem zum Beispiel Verträge der öffentlichen Hand veröffentlicht werden müssen, viele zentrale Daten über landeseigene Unternehmen, sodass da dann idealerweise man gar nicht mehr nachfragen muss, sondern nur noch auf ein Transparenzportal gehen kann. Und da sind dann alle Infos schon online. Danke dir. Ja, Verena, okay, also in Bayern habt ihr kein Informationsfreiheitsgesetz, das haben wir jetzt gehört. Wie ist das denn beim Bayerischen Rundfunk? Wie kommt ihr an staatliche Daten, wenn es um Bayern geht? Oder anders gefragt, wie nutzt ihr überhaupt das IFG? Also könnt ihr das überhaupt, wenn es das nicht gibt, könnt ihr es wahrscheinlich in Bayern nicht nutzen. Vielleicht auf anderen Ebenen, in anderen Bundesländern nutzt ihr das, und wie kommt ihr allgemein an Informationen bei Recherchen? Ja, erst nochmal hallo in die Runde. Ich freue mich über das Panel, was wir hier gemeinsam haben. Wir arbeiten so, wie Arne es auch beschrieben hat. Wir versuchen mehrere Instrumente und Werkzeuge, die wir als Journalistinnen und Journalisten zur Verfügung haben, zu kombinieren. Tatsächlich ist meistens das erste die klassische Presseanfrage, die wir an Behörden stellen, einfach auch, weil wenn eine Antwort kommt, kommt sie sehr viel schneller als über das IFG, weil da gibt es ja immer diese Frist von 4 Wochen. Also für eine ganz aktuelle Berichterstattung ist das sowieso nicht geeignet. In Bayern, ja, ihr habt gesagt, haben wir das Problem, dass wir kein IFG haben. Das steht uns einfach nicht zur Verfügung. Da können wir je nach Thema und Recherche gucken, gibt es noch einen anderen Hebel. Manchmal kann man zum Beispiel über das UIG oder das Umweltinformationsgesetz auch von bayerischen Behörden Informationen bekommen. Und ansonsten versuchen wir das IFG auf Bundesebene, also bei bundespolitischen Themen, tatsächlich relativ systematisch zu nutzen. Also weil wir uns einfach bei jedem Projekt überlegen, okay,
welche Werkzeuge haben wir im Werkzeugkasten und welches Werkzeug ist für diese Recherche jetzt das Richtige? Was können wir über das IFG, über die Presseanfrage oder über die Hintergrundgespräche, das ist ja auch noch so ein Instrument, was man hat als Journalist, was können wir vielleicht übers IFG bekommen? Also zum Beispiel eben Einblick in Originaldokumente, in interne Unterlagen. Und wenn du jetzt an Recherchen vom Bayerischen Rundfunk denkst, würdest du sagen, IFG-Anfragen spielen da eine Rolle oder gibt es Probleme damit und ihr nutzt eher andere Instrumente? Das waren jetzt ganz viele Fragen in einer. Ja, wir nutzen es, habe ich ja schon gesagt. Vielleicht auch nochmal mit einem Beispiel. Wir haben jetzt gerade die Woche am Donnerstag einen 5-teiligen Podcast veröffentlicht. Da haben 2 Cybercrime-Reporter, der Hakan Tanriverdi und der Florian Flade, haben sich ausführlich mit dem Hack auf den Bundestag 2015 beschäftigt und erzählen in dem Podcast sehr spannend und sehr ausführlich, wie es gelungen ist, tatsächlich herauszufinden, wer hinter dem Hack steckt, welcher Hacker es bis in den Rechner im Abgeordnetenbüro von Angela Merkel geschafft hat. Eine sehr aufwendige und auch sehr schwierige Recherche, weil da geht es natürlich auch um Sicherheitsfragen und deutsche Sicherheitsbehörden sind da nicht sehr auskunftsfreudig. Da haben wir kein einziges offizielles Interview bekommen. Und dann ist es aber durch IFG gelungen, doch noch so ein bisschen mehr Einblick zu bekommen, wie schätzt denn die Bundesregierung diesen Hackereingriff ein. Da hatten wir dann vom Auswärtigen Amt tatsächlich noch Unterlagen bekommen, eine Weisung an deutsche Diplomaten vor einer Sitzung in Brüssel. Und da standen dann doch so klare Worte drin, wie wir erachten den Angriff auf das deutsche Parlament als einen Angriff auf die Demokratie an sich und auf die Souveränität des deutschen Staates. Also eine Möglichkeit der Einordnung, die wir in Interviews nicht bekommen haben, weil es einfach diese Interviews nicht gab. Also insofern, ja, versuchen wir das immer wieder, weil, weil man da durchaus auch an Schätze kommen kann. Aber es braucht eben etwas Geduld und einen langen Atem, weil es gibt schon mal diese 4 Wochen Frist, dann kriegt man oft eine Benachrichtigung, dass die Behörde diese Frist nicht einhalten kann, dass es sich verschiebt. Dann steht in der nächsten Mail drin, warum man das und das und das alles nicht bekommen kann. Dann muss man Widerspruch einlegen. Und auch in dem Fall war es so, dass wir erst nach einem Widerspruch dann tatsächlich an diese ganz interessanten Unterlagen gekommen sind. Also für mittel- und langfristige Recherchen ist es gut, für kurzfristige nicht. Okay, also die 4 Wochen Frist nochmal, das gilt fürs Bundes-IFG, ne? Dass ihr dann bis dahin irgendwie eine Rückmeldung bekommt, liegt es bei euch oder nicht. Eine kleine Nachfrage, die mich einfach irgendwie interessiert ist, ihr fragt dann aber auch gezielt nach Dokumenten, von denen ihr schon wisst, dass es sie gibt, ne? Weil ihr irgendwie beim IFG schon konkret angeben müsst, das wollen wir wissen. Wir fragen so konkret, wie wir können, aber auch das ist so eine Schwierigkeit, dass wir oft nicht ganz genau wissen, um was es geht und dass wir dann auch mit furchtbar umständlichen Formulierungen arbeiten. Also zum Beispiel lautet dann in dem Antrag, der Antrag beinhaltet insbesondere E-Mails, auch mit Nachgeordneten, Angeschlossenen und anderen Behörden, Briefe, Vermerke, Memos, Sprechzettel, Gesprächsnotizen, etwa von Treffen, Anlagen, Eingebungen, Verfügungen sowie Telefonprotokolle und Terminvereinbarungen, ist aber nicht darauf begrenzt. Also das ist eigentlich für Journalistinnen und Journalisten ja sehr untypisch, so furchtbar ausschweifend und schwafelig zu formulieren. Aber eben, weil wir nicht genau wissen, steht die interessante Information jetzt in dem Sprechzettel oder in der E-Mail oder in der Aktennotiz, wie nennt die Behörde? Gerade diese Unterlage, die wir gerne haben wollen, genau, muss man da ein bisschen breites Spektrum schaffen. Dann würde ich mal die Frage an Arne geben, wenn wir das jetzt gehört haben, was man da alles angeben muss. Wie ist denn dein Eindruck? Nutzen Journalistinnen oft Informationsfreiheitsanfragen für ihre Recherchen? Vielleicht auch über das Portal Frag den Staat? Die Antwort ist, sie nutzen es zu wenig. oft, ja, mehr als bisher. Also wenn wir uns die zumindest offizielle Statistik anschauen, wie sich Anfragen nach dem Bundesinformationsfreiheitsgesetz verändert haben über die Zeit, sind wir jetzt so bei 12.000, 13.000 Anfragen pro Jahr an Bundesbehörden. Das ist schon mal deutlich mehr als noch vor ein paar Jahren. Und ich glaube, es gibt insgesamt mehr Bewusstsein darüber, dass es diese Möglichkeiten gibt. Allerdings gibt es jetzt relativ wenig
Profis in dem Feld wie Verena und die Leute, mit denen sie zusammenarbeitet. So. Also Leute, die wirklich systematisch diese Rechte einfordern und dann auch tatsächlich in Recherchen so nehmen. Und das hat verschiedene Gründe, zum Beispiel, dass es halt einfach nervt, solche Anfragen zu stellen. Also man braucht schon ein bisschen Zeit dafür, man braucht auch Übung, man wird besser mit der Zeit. Und Behörden wissen ja auch, dass es nervt und die haben jetzt auch nicht unbedingt ein Interesse daran, das zu ändern, sondern wenn dann halt irgendwann eine Geschichte rauskommen muss und die Info ist noch nicht da, dann macht man es halt ohne und dann war es das auch so. Was Frag den Staat angeht, wird die Plattform, glaube ich, von Journalistinnen in der Regel eher passiv genutzt. Also die Infos, die dort sind, werden dann weiterverwendet oder man hat dann Ideen für eigene Anfragen oder muss Anfragen nicht mehr stellen. Es ist eher unüblich, dass Journalistinnen die Plattform selbst nutzen und das hängt damit zusammen, dass, glaube ich, viele nicht unbedingt wollen, dass ihre Anfrage und das Ergebnis dann auch direkt online einsehbar ist. Das ist bei Frag den Staat halt in der Regel so. Also wir haben Journalisten-Mode, der ist aber ein bisschen versteckt. Da kann man nicht öffentliche Anfragen stellen und die sieht man dann nur selbst. Aber in der Regel so erstmal eigene Anfrage und Recherche online bei einer anderen Plattform, das haben, glaube ich, viele nicht so gern. Es gibt da aber ein paar Ausnahmen, also Netzpolitik.org zum Beispiel, die nutzen dann halt alle Frag den Staat, das passt dann auch gut so in die Art der Arbeit rein. Genau, und ich würde mir aber auf jeden Fall wünschen, dass es mehr genutzt wird noch von JournalistInnen. Ich würde mir vor allem aber auch wünschen, dass mehr darauf hingewiesen wird, dass man es nutzt. Das ist sowas, ich nehme immer gerne den Spiegel raus, weil der das immer so besonders schlimm macht. Wenn niemand in dem, wir sind live auf YouTube, ne? Egal, aber es gibt so diesen klassischen Satz, den man häufig lesen kann, Dokumente, die uns vorliegen. Und das klingt dann immer so wahnsinnig mysteriös und investigativ. Es ist aber, glaube ich, ehrlicher und oft besser, einfach zu sagen, wenn man etwas aus einer IFG-Anfrage hat, dass man es aus einer IFG-Anfrage hat, um eben auch klar transparent zu machen, wie man so eine Recherche macht. Und das passiert mir noch ein bisschen zu wenig. Okay, also was ich bisher so raushöre, ist es halt sogar für Journalistinnen irgendwie eine aufwendige und langwierige Sache. Arne, ich meine, du bist ja also die Koryphäe in Deutschland auf dem Gebiet. Vielleicht kannst du ja einmal irgendwie exemplarisch an Beispielen nochmal aufzeigen, was eigentlich dieses Problematische, also unter anderem für Journalistinnen, aber einfach allgemein auch für BürgerInnen ist, um an Informationen vom Staat zu bekommen per IFG-Anfragen. Also was für Probleme hast du beobachtet als Aktivist, der schon lange auf dem Feld arbeitet? Gibt es vielleicht auch Beispiele, die du exemplarisch machen kannst, warum das eigentlich so schwierig ist? Du hast ja angefangen mit einem Beispiel über die USA ganz am Anfang. Und das ist auch ein super Beispiel dafür, wie deutlich besser es laufen kann. In den USA gibt es seit über 50, jetzt glaube ich 55 Jahren Informationsfreiheitsgesetz, den Freedom of Information Act. Und in Deutschland gibt es den seit 15 Jahren, zumindest auf Bundesebene. Das zeigt schon so ein bisschen, dass die Kultur in Deutschland nicht so weit ist und die Behörden auch noch nicht so geübt im Umgang damit. Was ein Problem ist ganz häufig, ist, dass die Ausnahmetatbestände, also die Gründe, unter denen man Anfragen ablehnen kann, enorm groß ist. Und in der Regel ohne Abwägung. Also es sind absolute Gründe und wenn davon was vorkommt, dann ist egal, ob es ein öffentliches Interesse gibt, das wird einfach nicht rausgegeben. Es sind auf Bundesebene tatsächlich knapp 30 Gründe, wenn man die alle zusammennimmt. Das ist natürlich wahnsinnig viel, das ist auch für die Behörden wahnsinnig schwer, das zu prüfen auf jeden einzelnen Punkt. Die wiederholen sich teilweise und dann gibt es so ein paar Klassiker da drin. Die sind ein richtiges Problem, wenn man in bestimmten Bereichen recherchieren will. Das sind zum einen Geschäftsgeheimnisse, all-time hate für den Ausnahmetatbestand. Der greift ganz häufig nach Definition von Unternehmen oder von Behörden schon, wenn irgendwo nur Zahlen von irgendeinem Unternehmen in einem Vertrag sind. Dann wird immer gleich geschrieben, Geschäftsgeheimnis, wenn das an die Öffentlichkeit kommt, dann haben wir ein Riesenproblem. Und Behörden glauben den Unternehmen das sehr häufig. Und sagen, ich lasse mich doch nicht von einem Unternehmen jetzt verklagen, weil ich eine Info rausgebe. Ich lasse mich lieber von einem Antragsteller verklagen, weil ich es nicht rausgebe. Das ist ein bisschen einfacher. Und das führt dazu, dass wenn man allein häufig nur wissen will, wie viel hat das denn gekostet, das schon wahnsinnig schwer ist, über eine IFG-Anfrage rauszukriegen. Das ist so ein
ein Beispiel und ein anderes wäre internationale Beziehungen, Nachteile für internationale Beziehungen. Ich könnte mir vorstellen, dass Verena, ihr das in eurer Recherche auch als Problem hatte, jetzt mit dem Hacker. Das können diesen Ausnahmetatbestand, nachteilige Auswirkungen auf internationale Beziehungen, den können Behörden ziemlich frei einsetzen für alles, was irgendwie Internationales angeht. Da wird dann also beispielsweise eine furchtbare Kooperation oder indirekte Kooperation mit der libyschen Regierung zu Flüchtlingen beschlossen. Und dann gibt es ein wahnsinns öffentliches Interesse herauszufinden, was besprechen die denn da? Und dann wird gesagt, nee, nachteilige Auswirkungen auf internationale Beziehungen. Wenn rauskommt, wie wir mit Libyen kooperieren, dann haben wir ein Problem. Und wenn so eine Abwägung mit dem öffentlichen Interesse überhaupt nicht stattfindet, dann kann eine Regierung ja alles machen, solange es nur irgendwie international ist, das muss dann nicht rausgegeben werden. Und das ist vom Ansatz, haben wir jetzt über 15 Jahre gesehen, ein Riesenproblem, aber leider bisher auf Bundesebene gab es absolut kein Interesse daran, was zu ändern. Schauen wir mal, ob das ab September wieder auf die Agenda kommt. Bevor ich dann jetzt unsere kleine Runde öffne für alle über 80 TeilnehmerInnen hier im Raum, Wahnsinn, wollte ich noch euch die abschließende Frage stellen. Diese Konferenz ist ja zum Thema digitale Demokratie. Was müsste sich denn ändern, damit JournalistInnen, aber auch Initiativen oder BürgerInnen besser an staatliche Informationen kommen und vor allem aber JournalistInnen eben auch investigative Recherche besser mit staatlichen Informationen tun können oder durchführen können? Was wären die wichtigsten Stellschrauben und gibt es vielleicht auch digitale Möglichkeiten? Verena, gibt es was du dir wünschen würdest in Bayern und auf der Bundesebene in Deutschland? Naja, für Bayern ist der Wunsch einfach, ein IFG zu haben, wäre schon mal gut. Dann könnten wir uns mit dem auseinandersetzen und auch mit den diversen Ablehnungsgründen, die noch dazu auch gerne mal kombiniert werden. Dann wird es dann besonders kompliziert, wenn man irgendwie an einer Ablehnung gleichzeitig mit Urheberrecht, Geheimhaltungsinteressen, fiskalischen Interessen kämpft. Also das wäre sicherlich ein Schritt in Bayern. Ansonsten, klar, Transparenzgesetze werden so als nächste Stufe gefeiert. Ich bin mir nicht sicher, ob die uns auch als Investigativjournalistinnen und Journalisten so wahnsinnig viel bringen, weil ich glaube, die ganz interessanten Dokumente, die werden nicht von sich aus online gestellt. Also ich glaube, da müssten wir weiter bohren. Aber mehr Transparenzgesetze würden bestimmt helfen bei dem Punkt, den Arne schon angesprochen hat, bei so einem Paradigmenwechsel und einer anderen Haltung zu Transparenz, Informationen weitergeben. Dafür wäre es, glaube ich, ein sehr, sehr guter und wichtiger Schritt. Und wenn ich noch einmal auf die Hacker-Recherche zurückkommen darf, ich habe ja schon gesagt, wir haben keine Interviews in Deutschland bekommen, wir haben aber in den USA ein ganz spannendes Interview gekriegt und auch in den Niederlanden mit Sicherheitsbehörden, wo wir ganz überrascht waren, dass die so sagen, ja klar, kommt vorbei. Und dort ein Gesprächspartner eben auch sagte, was wir machen, ist Public Service, also Dienst an der Gesellschaft. Und wenn wir überhaupt gar keinen Einblick geben, dann können wir auch nicht erwarten, dass man uns vertraut, ne? Wenn wir überhaupt nicht sagen, wie wir arbeiten und warum. Und ich glaube eben dieser Gedanke, was Behörden da tun, ist Public Service und da muss man einfach abwägen, was niemand von uns erwartet, dass tatsächlich die allergrößten Geheimnisse veröffentlicht werden, aber wie viel kann man preisgeben als eben auch vertrauensbildende Maßnahme? Ich wäre zum Beispiel in Berlin auch schon mal froh, wir haben einen IFG, aber da wird zum Beispiel nicht alles maschinenlesbar rausgegeben im Jahr 2021. Das wäre irgendwie auch mal schön, wenn wir über Digitalisierung sprechen. Arne, maschinenlesbare Dokumente, das wäre doch was. Wünschst du dir sonst noch was? Register, es gibt tatsächlich sehr viele Register, die öffentlich werden müssten. Also das auch im Zusammenhang mit investigativen Recherchen. Wir haben immer noch ein Handelsregister, was wahnsinnig umständlich und auch teuer zu nutzen ist, wo es sehr schwer nur möglich ist, Massenanalysen zu machen. Also wenn ich zum Beispiel rausfinden will, wie sind Firmenkonstrukte miteinander verbunden, wie wird vielleicht versucht, über Briefkastenfirmen da was zu handeln, dann ist es wahnsinnig schwer, überhaupt an Datenvolumen zu kommen, anhand derer man sowas analysieren kann, weil bisher der deutsche Staat sich eigentlich weigert, da eine Zugangsmöglichkeit so zu schaffen, dass das möglich ist.
Ich glaube, dass mit den bisherigen Möglichkeiten, die es so gibt, weil es jetzt auch im Chat die Frage so ein bisschen gab nach digitalen Medien und den Informationsaustausch, ich würde mich total freuen, wenn mehr Medien noch Dokumente aus Recherchen zusätzlich veröffentlichen würden, weil das, also ich freue mich als Leser immer total, wenn ich noch zusätzliche Recherchedokumente online bekomme, also wenn Netzpolitik.org macht das schon. Wenn die ein Dokument per IFG-Anfrage bekommen, dann veröffentlichen die das halt dazu, dann machen die ihre Geschichte. Und wenn ich mich dann noch weiter einlesen will oder vielleicht auch die Interpretation nicht so richtig finde von Netzpolitik.org, dann kann ich mir halt eine eigene Meinung anhand dieser Dokumente bilden. Und das finde ich so für die Frage, wie sich Medien weiterentwickeln und wie sie transparent gegenüber LeserInnen agieren, eigentlich total spannend. Das heißt, so abgesehen von der Frage, wie viel der Staat noch mehr machen müsste, habe ich den Eindruck, da gibt es durchaus auch noch Möglichkeiten, wie so die vorhandenen Möglichkeiten noch mehr genutzt werden können. Vielen Dank. Ich würde das Gespräch jetzt öffnen für alle, die mit in diesem Raum sind. Also wenn ihr eine Frage oder eine Wortmeldung habt, dann meldet euch gerne mit dem kleinen Handmeldungssymbol, wie ich es vorhin erklärt habe, oder ihr schreibt Meldung in den Chat. Ansonsten habe ich auch schon zwei wunderbare Wortbeiträge aus dem Chat. Nämlich schreibt jemand, dass das Libyen-Beispiel ein sehr schönes Beispiel war. Ich glaube, es geht darum, wenn es um Sicherheitsinteressen, legitime von Deutschland geht, versus öffentliche Kontrolle. Verena, müsst ihr manchmal bei Recherchen auch abwägen zwischen, also das Panel heißt ja zum Beispiel auch Datenschutz versus Informationsfreiheit, zwischen so legitimen Interessen, wo ihr auch sagt, okay, ist es jetzt eigentlich verantwortungsvoll, das zu veröffentlichen, legitimen Geheimhaltungsinteressen und eure Aufgabe als Journalistinnen auch öffentliche Kontrolle auszuüben durch Berichterstattung? Fallen dir Beispiele ein oder ist das einfach ein generelles Dilemma, dem man sich irgendwie bewusst sein muss? Klar, das ist ja immer eine ganz, ganz wichtige Frage, sich zu überlegen, welche Informationen können wir veröffentlichen, welche können wir nicht veröffentlichen. Da kann es entweder um Geheimhaltungsinteressen gehen, da geht es aber auch ganz oft um Informantenschutz. Das ist ja ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit. Das ist dann sozusagen Schritt zwei, ne? Informationen würden wir uns erstmal versuchen zu beschaffen und dann sowohl im Rechercheteam, wir arbeiten auch immer in Teams an den Recherchen, weil das schon mal so die erste Unterstützungsmaßnahme ist, dass man einfach ganz viel diskutiert und abwägt und mit verschiedenen Perspektiven auf Fragen schaut. Wir haben immer auch juristische Abnahmen. Also überhaupt ist die Zusammenarbeit mit den Juristen beim Bayerischen Rundfunk für uns ganz wichtig. Die sind auch ganz tolle Berater auch in Sachen IFG. Also wir besprechen die Anfragen mit denen. Spätestens beim Widerspruch kommen sie ins Spiel und helfen uns. Und auch wenn wir tatsächlich mal so weit gehen und den Weg der Klage beschreiben, wäre das für uns ohne die Juristen im Haus überhaupt nicht mehr machbar. Und das ist natürlich auch ein enormer Vorteil, den wir als Investigativteam beim Bayerischen Rundfunk haben. Das hat natürlich auch nicht jeder Journalist bei jeder Zeitung oder bei einem digitalen Medium oder ein freier Journalist, dass er da tatsächlich auf so eine juristische Beratung zurückgreifen kann. Die Verantwortung für die Informationen ist schon auch eine Hürde, weswegen wir nicht davon ausgehen, Dokumente, die wir bekommen, werden wir eins zu eins online stellen, was Anne gerade sagte und was wichtig ist, weil wir da eigentlich schon immer versuchen, auch noch so eine die journalistische Arbeit zwischenzuschalten und mit den Informationen aus dem Dokument zu arbeiten, ist für uns wichtiger als zu sagen, eins zu eins geht das Dokument online. Arne, als auch Aktivist für Informationsfreiheit, würdest du sagen, es gibt eben auch Grenzen, wenn es um sicherheitspolitische Fragen geht und so weiter? Es gibt Grenzen, aber zu viele. Es gibt natürlich legitime Grenzen. Und Datenschutz ist auf jeden Fall einer. Also niemand sollte bei der Sozialbehörde einfach so Infos über Leute anfragen können, die staatliche Leistungen beziehen. Das ist ja tatsächlich auch was, was in den USA dann auch tatsächlich anders ist. Also da kann ich zur Polizei laufen und kann mir über alle möglichen aktiven Ermittlungen und vergangene Ermittlungen die Polizeiakten holen. Das geht dann, glaube ich, mit einem deutschen Datenschutzverständnis dann auch nicht unbedingt. Ja, so. Und es gibt natürlich
legitime Sicherheitsinteresse und durchaus auch den Schutz internationaler Beziehungen, weil ich den vorher angesprochen habe, oder Geschäftsgeheimnisse. Ich glaube, wichtig ist nur, diese Ausnahmen, die dann auch legitim sind, wirklich einzugrenzen auf die Fragen, wo tatsächlich nicht nur rein theoretisch, sondern wirklich konkret eine Gefährdung da wäre, und auch immer sicherzustellen, dass es eine Abwägung gibt mit dem öffentlichen Interesse. Und so wie diese Ausnahmen bisher laufen, sind die einfach ziemlich vage und ziemlich breit, und dann können die natürlich auf alles Mögliche auch angewiesen werden. Ich habe jetzt eine Frage, die sich daran anschließt, wo ich gar nicht weiß, wie ich sie stellen soll, aber ich mache es einfach. Hier im Chat gibt es die Frage zum fehlenden Whistleblower-Schutz in Deutschland. Also sagen wir jemand, das hat ja auch viel mit diesem Zielkonflikt zu tun, eigentlich sollen zum Beispiel internationale Beziehungen geschützt werden, aber dann gibt es eben ein öffentliches Interesse an der Information. Ich weiß nicht, ich glaube, die Frage richtet sich ein bisschen mehr an Arne. Würdest du sagen, mit IFGs und auch Anfragemethoden, wie es gerade ist, dass man auch anonym Anfragen stellen kann zum Beispiel und dann Informationen für alle öffentlich werden, das könnten Whistleblower ja auch nutzen, so habe ich es mir immer gedacht. Allgemein würdest du sagen, mit den Regelungen, wie es jetzt ist, sind Whistleblower in Deutschland gut geschützt? Nein, die Regelungen, die ändern sich ja zumindest immerhin durch eine EU-Richtlinie in dem Bereich. Ich glaube, Deutschland hätte von sich aus jetzt nicht wahnsinnig viel gemacht, aber jetzt wird Deutschland zum Jagen getragen, was durchaus den Schutz in vielen Bereichen verbessern wird. Allerdings gibt es da so einige Probleme, die, glaube ich, auch PressevertreterInnen schon relativ häufig angemahnt haben. Zum Beispiel, dass man als Whistleblowerin sehr stark einen erstmal internen Dienstweg gehen muss, bevor man sich nach außen wenden kann, was in vielen Fällen, glaube ich, ein großes Problem ist für Betroffene, die allein schon, wenn sie einen internen Dienstweg zur Meldung von Problemen wählen würden, Repressionen innerhalb des Unternehmens oder der Behörde erwarten müssten. Und deswegen sicherzustellen, dass man da auch mit der Presse reden kann in vielen dieser Fälle, ist, glaube ich, wichtig. Es stimmt schon, wir versuchen, so das IFG und Anfragen als quasi legales Whistleblowing zu etablieren. Also idealerweise, wenn ich in der Behörde sitze und ich weiß, da passiert was, das ist so ein bisschen krumm, kann ich ja jemandem sagen oder selbst auch machen, eine IFG-Anfrage stellen nach diesem Dokument. Und wenn ich das bekommen habe, dann habe ich es legal bekommen und dann kann es an die Öffentlichkeit. Das ist zumindest so ein bisschen theoretischer Weg, aber es gibt durchaus Fälle, wo das auch geklappt hat, von denen wir wissen, um dann auf diesem Weg zu vermeiden, dass es vielleicht ein bisschen kritischer wird. So. Und vielleicht ist es genau deswegen auch so wichtig, dass man Anfragen anonym stellen kann, nicht wahr? Also genau, damit Dinge nicht weitergegeben werden oder man eben auch nicht immer weiß, wer die Frage stellt. Ich möchte jetzt nochmal zum anderen Aspekt kommen, der jetzt zweifach im Chat eingesprochen wurde. Verena, kann man eigentlich Informationsrecht auch einklagen, ich fange jetzt mal an mit der Frage allgemein als Journalistin. Also wir haben ja schon gehört, als Pressevertreterin hast du mehr Rechte, an Informationen zu kommen, als ich als Otto-Normal-Verbraucherin. Könntet ihr das auch einfordern und in der letzten Instanz sogar irgendwie klagen? Ja, das machen wir auch. Also wir sind eben in Absprache mit unseren Juristen in dem einen oder anderen Fall dann schon auch bereit, wenn wir überhaupt nicht weiterkommen, aber weiter davon überzeugt sind, dass die Informationen, die wir suchen, relevant sind und relevant bleiben, weil das ist natürlich auch so eine Hürde, wenn sich so Vorgänge so unglaublich lange hinziehen, ist auch die Frage, sind sie überhaupt irgendwann noch interessant oder hat sich einfach das Thema erledigt? Dann würde sich natürlich nicht lohnen, den gesamten Aufwand zu betreiben. Aber wir haben 2016 schon eine Recherche gemacht zu Cum-Cum-Aktiendeals der Commerzbank und versuchen seitdem Einblick zu bekommen, was wusste der Bund als größter Aktionär über diese Tricks, wie wurden die intern diskutiert, der Arne kennt die Recherche auch schon. Und wie gesagt, da haben wir tatsächlich 2016 die allererste IFG-Anfrage gestellt und seit 2018 läuft die rechtliche Auseinandersetzung. Ich würde mal sagen, das Ende ist offen und das Ergebnis noch nicht absehbar. Und da kämpfen wir mit so vielen unterschiedlichen Hürden, also zum Teil, weil ganz viele
Ablehnungsgründe eben kombiniert sind. Da geht es um, es wird das Urheberrecht vor angeführt. Da geht es nämlich hier natürlich um Dokumente, die zum Beispiel der Bankenverband geschrieben hat. Da wird auch natürlich viel mit Geheimhaltung und Steuergeheimnis argumentiert. Und im Rahmen dieser IFG-Recherche sind wir auch auf einen, sag mal, noch einen anderen Trick gestoßen. Da arbeitet das Bundesfinanzministerium dann mit so einer sogenannten Negativliste. Diesen Trick finde ich besonders gemein, weil einerseits, also man kriegt eine Liste, da steht sozusagen drauf, was wir alles nicht kriegen. Also es ist so ein bisschen wie wenn man dem Hund die Wiener vor die Nase hält. So, das hättest du gerne, das wäre interessant für dich, aber genau das geben wir dir nicht. Und gleichzeitig wird es so ein bisschen so zur Verwirrung und Vernebelung genutzt, ist unser Eindruck, weil da ganz viele Dokumente dann zusammengefasst sind. Wir kriegen Dokument 1 bis 4 nicht. Und dann ist es natürlich wahnsinnig schwer, inhaltlich zu argumentieren, wenn wir gar nicht wissen, wie genau heißt das, was steht da drin. Dann können wir auch schlecht formulieren, warum wir es unbedingt haben müssen. Genau, also insofern, wir nutzen das Instrument, aber es ist echt anstrengend. Es ist auch im Arbeitsalltag total schwierig, weil es ist eine Recherche von 2016. Wenn da alle paar Wochen oder Monate wieder irgendwie ein juristisches Schreiben kommt, dann muss man wieder in die ganz alte Geschichte eintauchen, wieder schauen, okay, was waren die Gründe, was waren die interessanten Dokumente, wie argumentieren wir hier? Also es ist ein unglaublicher Aufwand. Den kann man jetzt auch nicht bei mehreren Projekten gleichzeitig betreiben. Da würden wir uns in den aktuellen Recherchen viel zu sehr beschränken. Aber in dem Fall, wo wir eben sagen, okay, der Bund und eine Bank und Steuertricks, das ist relevant und das bleibt auch relevant. In dem Fall fechten wir das jetzt mal weiter durch. Wahnsinn. Gibt es schon irgendwie eine Prognose, wann es da ein Urteil geben würde, könnte? Da gibt es immer wieder einzelne Schritte und dann bewegen wir uns irgendwie ein bisschen vor und dann wieder zurück und dann suchen wir noch einen Ansatzpunkt und nee, also wann und wie das ausgeht, würde ich tatsächlich nicht wagen zu prognostizieren. Irgendwann in 5 Jahren wissen wir dann Bescheid. Also hoffentlich veröffentlichen wir es irgendwann und dann wisst ihr alle, wie lange es noch gedauert hat. Okay. Arne, ist das normal, dass Klagen so lange dauern? Ihr habt ja auch ein bisschen Erfahrung auf dem Gebiet, habe ich gehört. Wie läuft das auch bei euch? Müsst ihr oft klagen und kriegt man das als zivilgesellschaftliche Organisation vielleicht eher raus? Und jemand hat explizit im Chat gefragt, ob es eigentlich gerade für die Herausgabe von E-Mails von Andi Scheuer zur Pkw-Maut eine Klage gibt. Arne, weißt du das? Ja, ich glaube, wir sind jetzt bei Klage 85 oder so. Man muss aber auch dazu sagen, wir klagen auch wegen allem Möglichen. Also bei uns geht es nicht unbedingt nur darum, dass die Informationen, die am Schluss bei rauskommt, der Skandal oder wahnsinnig brisant ist, sondern dass wir immer da, wo sich eine Behörde falsch verhält, klagen. Und das ist dann eher unsere Aufgabe, das ist dann weniger journalistisch, so ein bisschen so schneeflugmäßig den Weg frei zu machen für andere. Also wenn wir eine bestimmte Sache durchklagen und eine bestimmte Rechtsfrage, hilft das hoffentlich anderen, dann schneller an ähnliche Infos in der Zukunft zu kommen. Und das dauert genau von Fall zu Fall manchmal ein halbes Jahr. Oft ist es tatsächlich so, man legt Klage ein und die Behörde merkt, oh, die meint es ja ernst und dann kriegt man es. Das passiert durchaus. Aber wir hatten ja, die letzte Verhandlung, die ich in Hamburg hatte, das hatte, glaube ich, auch 6 Jahre gedauert, bis wir dann eine Verhandlung hatten. Das kann halt schon auch passieren und dann ist natürlich die ursprüngliche Info nicht mehr. Also in dem Fall war die dann nichts mehr wert, aber die Grundsatzfrage schon. Was die E-Mails von Andi Scheuer angeht, die ist wahnsinnig interessant, weil es gibt richtig große Auswirkungen von der Frage ausgehend, dass Andi Scheuer manche der E-Mails im Zusammenhang mit der Pkw-Maut von seiner Bundestags-E-Mail-Adresse geschrieben hat. Andi Scheuer ist ja sowohl Bundesminister und damit auskunftspflichtig, als auch Bundestagsabgeordneter und damit nicht auskunftspflichtig nach dem Informationsfreiheitsgesetz. So, wenn der jetzt, ich würde mal annehmen, Amtstätigkeiten eigentlich von seiner Bundestagsadresse macht, dann würde man jetzt nach einem formellen Verständnis erstmal sagen, okay, E-Mail-Adresse vom Bundestag fällt nicht drunter. So, wir würden dann aber argumentieren, ja, aber er macht ja sein Amt. Also er macht ja das, was er als Bundesminister hat. Und die Schwierigkeit bei so einer Auseinandersetzung, und wir haben das schon ein bisschen angefangen, aber wissen noch nicht, ob wir da klagen können,
die Schwierigkeit ist, wir wissen halt nicht genau, was da ist. Das heißt, um besser begründen zu können, warum das seine Amtstätigkeit als Minister ist, müssten wir halt eigentlich das Endergebnis schon kennen. Und das wollen wir ja aber durch eine Klage herausfinden. Und da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Das macht es ganz schön schwierig. Ja, eigentlich ist ja der Zweck des IFGs vor allem die Regierung zu kontrollieren. Aber bei Abgeordneten wird es natürlich auch interessant, was man als Bürgerin da eigentlich überhaupt auch anfragen kann. Eine Frage aus dem Chat nochmal, die vielleicht den Bogen schlägt nochmal zu unserem Thema eigentlich der heutigen Konferenz, nämlich Digitalisierung. Es soll ja nach E-Government-Gesetz, beziehungsweise in manchen Ländern heißt es, glaube ich, Online-Zugangsgesetz, wenn es dann auf die Ebene runtergebrochen wird, eigentlich alle Verwaltungsakte bis 2025 digitalisiert sein. Ich glaube, das ist wieder eine Frage, die sich eher an Arne richtet. Glaubst du, dass mit der Einführung der E-Akte in allen Bundesländern wir einen Riesensprung auch in Sachen Transparenz machen werden? Nicht automatisch, aber zumindest wird es einfacher. Wenn ich jetzt beim, ja, ich weiß nicht, ob es beim Bundesfinanzministerium, glaube ich, ist es noch so, wenn ich da anfrage nach bestimmten Dokumenten, dann gehen die halt in ihre Dokumentenkammer und dann gehen sie die Papiere durch. Und dann ist es allein schon deswegen wahnsinnig aufwendig, überhaupt Infos zu finden, die ich anfrage. Wenn es eine E-Akte gibt, ist zumindest das Versprechen, dass dann eine Behörde zu sämtlichen Akten, die sie haben, einfach ein Stichwort eingibt und dann auch die jeweiligen Akten findet. Und dann ist dieser ganze Prozess viel einfacher. Insofern ist das total sinnvoll. Und dass Berlin das, glaube ich, ursprünglich 2019 haben wollte und jetzt ist der Termin auf 2027 oder so gelegt, das ist schon eine ziemliche Schande in vielerlei Hinsicht und eben auch für die Transparenz, weil man dann merkt, ja, das wird erstmal so schnell nichts mit einem einfachen Informationszugang. Das, was im Chat stand von Helena zum Online-Zugangsgesetz, hört man mich noch gut? Klappt das? Ja, ja. Ja, okay. Zum Online-Zugangsgesetz, da geht es darum, dass tatsächlich alle Behörden in Deutschland verpflichtet sind, eine Online-Möglichkeit zu schaffen, für Leute Informationen zu bekommen und die müssen dann online antworten. Was das in der Praxis bedeutet, weiß aber noch niemand, weil das zuständige Innenministerium mit der Planung noch nicht angefangen hat. Obwohl, glaube ich, bis zum Ende des Jahres das umgesetzt werden soll. Wir wissen nicht so richtig, ob da was kommt. Das ist alles noch leider unklar. Vielen Dank. Jetzt noch die letzte Möglichkeit, einmal Fragen zu stellen. Ich habe noch eine Frage im Chat gesehen, die ist schon eine Weile her. Also die würde ich jetzt gleich noch reingeben. Ansonsten, liebe Leute, meldet euch, schreibt noch gern was rein. Dann ist die letzte Frage. Gibt es Strafen für PolitikerInnen oder Verwaltung, wenn sie Informationen unterschlagen oder nicht rausgeben? Ich weiß nicht, wer von euch beiden antworten möchte. Sollte es sie geben, weiß ich nicht. Antworte gerne du, Arne. Also ich habe noch nichts von Strafen gehört. Leider total unüblich. Also leider, gut, kann man drüber debattieren, aber unüblich in Deutschland sehen die Gesetze auch nicht vor. In Rheinland-Pfalz können zumindest Unternehmen ein Bußgeld als Unterordnungswidrigkeit bekommen, wenn die gesetzeswidrig halten, aber Behörden selbst nicht. Das ist anders auch in anderen Ländern. In den USA sind tatsächlich schon Beamte in den Knast gewandert, weil sie den Freedom of Information Act nicht behandelt haben. Ich weiß nicht, ob wir das wollen, dass wir tatsächlich in den Knast müssen, aber das verändert natürlich schon auch nochmal was in der Frage, wie man umgeht mit solchen Anfragen, wenn es tatsächlich Sanktionen gibt oder tatsächlich irgendwie eine Form von Möglichkeit, dagegen was zu tun oder wenn man das halt so macht und dann passiert auch nicht viel. Gut. Ich habe noch eine Frage im Chat. Oh, die ist aber jetzt wirklich sehr speziell. Vielleicht bevor ich zu einem Schlusswort komme. Im Fall einer Klage bekommt das Gericht Dokumente zu sehen? Wisst ihr das? Ich meine, wir sind alle keine Juristinnen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Paragraph 99 der Verwaltungsgerichtsordnung, das In-Kamera-Verfahren. Ein Gericht bekommt das in der Regel nicht zu sehen. Und das ist wahnsinnig interessant, weil das bedeutet, dass ein Gericht in der Regel darüber urteilt, ob eine Begründung nachvollziehbar war. Aber da kann eine Behörde natürlich viel auffischen.
So, es gibt eine Möglichkeit, daran zu gehen, das ist das sogenannte In-Kamera-Verfahren. Dann da beschränkt das, dann wird es eine nicht öffentliche Verhandlung und dann dürfen, glaube ich, auch tatsächlich nur die Anwältinnen teilnehmen und dann beugen sich alle gemeinsam über den Text und gehen quasi Satz für Satz durch und schauen, wo sind denn hier die Sicherheitsbelange und wie kam das? Diese In-Kamera-Verfahren sind noch relativ unüblich, auch ein bisschen kompliziert, aber das ist grundsätzlich möglich. Aber in den meisten Fällen schaut sich das Gericht einfach eine Ablehnung an und überlegt so und sagt dann, ja, könnte sein oder könnte halt nicht sein und entscheidet dementsprechend. Okay, ich habe noch eine Abschlussfrage für euch. Als ich mich auf dieses Panel vorbereitet habe und auch generell im Zuge der Arbeit für ein Transparenzgesetz in Berlin, bin ich einmal auf diesen Fall gestoßen von Jan Kuciak in der Slowakei, der für seine investigative Recherche als Journalist Informationen angefragt hat von Verwaltung und Politik über das dortige Informationsfreiheitsgesetz-Äquivalent und tatsächlich seine personenbezogenen Daten angeben musste. Ich glaube, das passt zu dem, was wir zum Whistleblowing besprochen hatten. Also er musste angeben, wer er ist und wo seine Adresse ist. Und dieser Journalist wurde später ermordet und man weiß bis heute nicht, ob die Verwaltung oder Behörde seine Adressdaten weitergegeben hat. Das ist ein sehr, sehr extremes Beispiel, wie Informationsfreiheitsanfragen in anderen Staaten gefährlich sein können. Ich bin wahnsinnig froh, dass wir in Deutschland in einem Staat leben, wo das nicht der Fall ist und wo ich das Gefühl habe, jetzt auch nach dem Panel, dass Journalistinnen eigentlich ganz gut an Informationen rankommen. Würdet ihr das unterschreiben? Was ist euer Fazit zu Deutschland? Können Journalistinnen Informationen gut vom Staat erfragen, vielleicht auch mit Blick auf andere Länder? Verena oder Arne? Genau. Ich fange gerne mal an. Also ich würde auch sagen, es ist Gott sei Dank in Deutschland nicht lebensgefährlich, Anfragen über das IFG zu stellen. Aber Journalistinnen und Journalisten müssen sich in Deutschland natürlich dennoch schützen, wenn sie brisante Themen recherchieren. Und ein Mittel ist dann, Informationen oder den freien Zugang zu Informationen einzuschränken, weswegen wir schon schauen, welche Kolleginnen und Kollegen bei uns im Team sind zum Beispiel nicht über das Melderegister abrufbar, ne, sodass wir deren Wohnort und deren Familie schützen können. Also zu solchen Maßnahmen muss man schon auch in Deutschland greifen, aber da geht die Gefahr nicht vom Staat aus und nicht von der Behörde, sondern, weiß ich nicht, von den kriminellen Clans, gegen die man recherchiert zum Beispiel. Genau, da schließe ich mich total an. Es ist ja leider europaweit inzwischen auch kein Einzelfall, also zum Beispiel der Fall von Daphne Galizia in Malta, also Morde an Journalistinnen kommen leider vor und ich hoffe auch, also ich hoffe, dass das in Deutschland jetzt weiterhin so bleibt, dass das nicht der Fall ist. Aber Bedrohungen nehmen ja schon zu, also gerade ist der Reporter ohne Grenzen Jahresbericht herausgekommen, wo es auf jeden Fall eine Verschlechterung für Deutschland festgestellt wurde. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, auch nicht durch den Staat, sondern eher dann durch gewisse Milieus, gewisse Kreise und auch gewisse Demonstrationen, auf denen es nicht so sicher ist, sich zu bewegen als Journalistin. Vielen Dank, Verena und Arne. Jetzt haben wir mit einem sehr ernsten Thema geendet. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber ich muss das irgendwie noch ansprechen. Ja, danke für diesen Überblick, wie Journalistinnen in Europa, in den USA, in Deutschland an Informationen rankommen, was es für Gefahren, aber auch für Möglichkeiten gibt in anderen Teilen der Welt. Genau, an alle, die jetzt noch Fragen haben oder generell wissen wollen, wie man zum Beispiel eine IFG-Anfrage stellt, geht doch mal auf das Portal Frag den Staat. Danke Verena für deine Perspektive als Journalistin, danke Arne auch für deine Perspektive als Journalist und aber auch als Aktivist für Informationsfreiheit. Hier geht es in 10 Minuten weiter mit einem Panel zu Social Media und da sehen wir unter anderem auch die Organisation HateAid, die vielleicht dann auch nochmal auf die Tendenzen eingeht, die Arne gerade beschrieben hat, dass sich das politische Klima zuspitzt, auch in den sozialen Medien. Und eine Kommunikationswissenschaftlerin, Katharina Kleinen von Königslö, wird dabei sein. Und wir reden über eben Social Media vor Wahlen und die Debattenkultur im Netz. Vielen Dank. Okay, wir fangen jetzt, glaube ich, einfach an. Ich habe leider Frau Professorin Klein von Königslö hier noch nicht gesehen.
hoffe, sie stößt gleich zu uns. Vor der Konferenz hat sie sich jedenfalls eigentlich sehr oft und sehr regel bei mir zurückgemeldet. Wenn sie da ist, dann freue ich mich, wenn sie sich meldet. Genau. Ich werde noch mal ganz kurz die Regieanweisung durchgeben, dass, dass jemand sie anruft. So. Gut. Nichtsdestotrotz fangen wir jetzt an. Annalena, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute da bist. Wir kennen uns tatsächlich schon mal, wir haben uns mal kurz getroffen. Es ist schon eine Weile her. Ich fange nochmal, ich komme nochmal rein. Hallo, mein Name ist Marie Hünemann, ich bin Bundesvorstandssprecherin vom Mehr Demokratie e.V. und ich beschäftige mich heute in diesem Panel hier mit der digitalen Debatte. Unsere Konferenz, die digitale Demokratie, ist in drei Unterabschnitte aufgeteilt: digitale Information, digitale Debatte und digitales Entscheiden. Und hier bei dieser Veranstaltung wollen wir nun über Social Media im Superwahljahr sprechen, über soziale Medien und wie sie Wahlen beeinflussen. Dazu spreche ich mit Annalena von Rodenberg. Sie war oder ist lange Fernsehjournalistin gewesen, tatsächlich beim RTL und NDR. Das habe ich jetzt auch erst rausgefunden. Und wechselte 2015 zur Organisation Campact, die sicherlich alle und jede von uns kennen. Und 2017 gründete sie zusammen mit Campact und Fearless Democracy die Organisation Hate Aid, die juristisch beratet und auch unterstützt die Opfer von Hass im Netz, von Hasskampagnen oder auch einzelnen Posts im Netz. Und dazu begrüße ich auch Frau Professor Dr. Katharina Klein von Königslö. Ich freue mich, dass Sie da sind. Sie ist seit 2016 Professorin für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hamburg und hat außerdem von 2003 bis 2010 an einem Forschungsprojekt mitgearbeitet, das nannte sich die transnationale Transformation von Öffentlichkeit am Beispiel der EU. Und ihre Themen sind unter anderem die Inhalte und Wirkung von politischer Kommunikation, insbesondere in sozialen Netzwerken und vor allem die Transformation von politischer Öffentlichkeit im digitalen Raum. Ich freue mich, dass Sie es heute geschafft haben und würde gleich einsteigen. Wir müssen heute leider um 15 Uhr jetzt auch pünktlich den Raum wieder freigeben und pünktlich schließen. Fangen wir an. Der Wahlkampf letztes Jahr vom Präsident Biden wegen dem Vorgänger Donald Trump ist uns allen noch in Erinnerung und es wurde als einer der digitalsten Wahlkämpfe aller Zeiten bezeichnet von PolitikberaterInnen. Ungefähr 66 Millionen Dollar wurden allein für Social Media Öffentlichkeitsarbeit ausgegeben. Das ist aber nichts im Vergleich zu dem, was für Fernsehwerbung in den USA auch wieder ausgegeben wurde. Auch nach einem Digital Report des Reuters Institute, der jedes Jahr rausgegeben wird, ist Social Media zwar die häufigste Nachrichtenquelle online für BürgerInnen, um sich zu informieren, allgemein als Nachrichtenquelle ist aber immer noch das Fernsehen unangefochten an Platz 1, auch in Deutschland. Meine Frage an Sie, Frau Professor Dr. Katharina Klein von Königslo. Sie forschen seit Jahren an sozialen Medien und digitaler Öffentlichkeit. Wie gestaltet sich der Austausch eigentlich im digitalen Raum? Also bevor wir uns die Frage stellen, was für einen Einfluss hat eigentlich Social Media auf Wahlkämpfe oder auch auf den politischen Diskurs, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer digitalen Diskussion, wie wir sie hier führen oder wie wir sie vielleicht auch auf Social Media führen, zu einem Gespräch auf der Straße analog, face-to-face, haben Sie da Unterschiede, die Sie benennen können? Also haben Sie die rausgefunden? Also von meiner Seite aus, ich glaube, für die Frage, was ist der Unterschied zwischen der interpersonalen Kommunikation, wenn wir miteinander sprechen, wenn wir uns gegenüberstehen, ist wahrscheinlich die Kollegin von Hate Aid noch die bessere Ansprechpartnerin, weil ich forsche vor allen Dingen zu öffentlicher Kommunikation, also dem, was man als politische Öffentlichkeit nennt und was klassischerweise früher in Massenmedien passiert ist.
Und da sehen wir natürlich ganz große Unterschiede. Früher, das, was wir früher kennen als politische Öffentlichkeit, das war ganz stark dominiert von Eliten. Da haben sich Journalistinnen zu Wort gemeldet, Wirtschaftsakteure, politische Akteure. Die Stimme der Zivilgesellschaft oder von Bürgerinnen und Bürgern war da kaum zu finden, formulieren wir es mal so. Das hat sich durch die digitalen Medien sehr, sehr stark geändert. Wir finden jetzt Stimmen der Bürgerinnen und Bürger nicht nur in Kommentarspalten, sondern eben über soziale Medien auch sehr, sehr stark verstärkt, sodass wir insgesamt natürlich eine vielfältigere Debatte haben. Was wir dabei immer im Kopf haben müssen, aber ist gleichzeitig, dass das nicht bedeutet, dass plötzlich tatsächlich alle Bürgerinnen und Bürger sich dort zu Wort melden, sondern es ist in vielerlei Hinsicht eben tatsächlich eine politische Öffentlichkeit, in der bestimmte Gruppen immer noch oder weiterhin oder inzwischen wieder gar nicht zu Wort kommen, rausgedrängt werden. Also es ist nicht so inklusiv, wie es scheint. Das, was in sozialen Medien oder überhaupt in der digitalen politischen Öffentlichkeit passiert. Und das ist deswegen wichtig, weil früher in der klassischen massenmedialen Öffentlichkeit das den Beteiligten durchaus bewusst war. Den Politikerinnen war klar, dass wenn sie eigentlich wissen wollen, wie es den Leuten so geht und was die interessiert, dann müssen sie in ihren Wahlkreis gehen und dort mit den Menschen sprechen. Oder die Journalistinnen wussten, dass sie den Kontakt in regionale Zeitungsredaktionen brauchten, um zu wissen, was dort los ist. Momentan, und das sehe ich jetzt, das ist das, was ich insbesondere problematisch sehe an digitaler politischer Öffentlichkeit, ist eben, dass die Leute das Gefühl haben, dass das, was im Netz passiert, tatsächlich die gesamte Bevölkerung abbildet und dass die Stimmen, die dort laut sind, eben auch deswegen laut sind, weil es so viele sind, während eben de facto die Forschung zeigt, dass die Stimmen, die dort besonders sichtbar und besonders laut sind, zwar schlicht einfach nur besonders gut da drin sind, sich in sozialen Medien bemerkbar zu machen. Das heißt, wir haben weiterhin das Problem, dass bestimmte Stimmen dort nicht gehört werden, dort rausgedrängt werden, durch verschiedenste Mechanismen. Vielleicht erstmal ein bisschen rein. Ja, vielen Dank. Nun wird aber also sozialen Medien oder das, was im Netz passiert, wie Sie es gerade gesagt haben, ein großer Einfluss eben auf Wahlen, wie es gerade beschrieben hat, zugerechnet, auch zum Beispiel auf die Präsidentschaftswahl 2016, als Donald Trump Präsident geworden ist. Danach wurden Twitter, Facebook und Co. Und auch die politische Öffentlichkeit im Netz sehr viel kritischer gesehen. Was ist Ihr Eindruck? Ist der Einfluss sozialer Medien oder auch einfach der politischen Öffentlichkeit im Netz vor Wahlen wirklich so groß? Und ändert sich das vielleicht auch eben die politische Öffentlichkeit im Netz vor Wahlen? Haben Sie das beobachtet? Also der Einfluss von sozialen Medien oder der digitalen Öffentlichkeit auf Wahlentscheidungen findet ja auf zwei verschiedenen Wegen statt. Das eine ist, es bringt es einzelne Menschen dazu, ihre Meinung zu ändern. Beispielsweise, indem bestimmte Informationen dort verbreitet werden. Und das ist das, worauf so der Fokus war, dass Falschinformationen verbreitet worden sind, dass sich Russland eingemischt hat, beispielsweise in den amerikanischen Wahlkampf und sich eben möglicherweise auch in Deutschland in den Wahlkampf einmischen wird, um den Leuten falsche Informationen oder zumindest immer sehr unterschiedliche, an ihren Interessen ausgerichtete Informationen zur Verfügung stellen müssen. Und da wäre sowieso die Forschung würde dann eher sagen, so stark ist der Einfluss von diesen Falschinformationen, manipulierten Wahlwerbung etc. eigentlich letztendlich nicht. Schlicht und ergreifend deswegen, weil wenn Menschen zu einer Wahlentscheidung kommen, dann geschieht das selten allein auf Basis von Informationen in sozialen Medien. Sie sind in der Regel sehr stark geprägt durch persönliche Erfahrungen, durch das eigene soziale Netzwerk, durch die Sozialisierung, politische Sozialisierung. Das heißt, so leicht lassen wir uns auch nicht umschubsen und irritieren. Der große Einfluss von sozialen Medien, und der ist tatsächlich in den letzten Jahren zunehmend gewachsen und auch in Deutschland gewachsen, liegt aber eher darin, dass sie dazu führen, dass sie bestimmen, worüber gesprochen wird, nicht nur im digitalen Raum, sondern auch in den klassischen Massenmedien, im Fernsehen, wo es dann wirklich alle Leute erreicht, oder eben worüber die politischen Akteure sprechen. Das heißt, das, was man bei mir im Fach die Agenda Setting Power, also dass soziale Medien mitbestimmen, also bestimmen, worüber wir reden. Das ist sozusagen, da ist das Kraftpotenzial und auch das Beeinflussungspotenzial. Denn das ist dann kurz vor der Bundestagswahl entscheidend. Was sind die Themen, über die dann noch diskutiert wird? Geht es dann um Klimawandel oder geht es dann um Cancel Culture, um jetzt mal so Extrembeispiele anzunehmen? Denn das ist dann die Grundlage, auf der die Leute ihre Entscheidungen treffen. Je nachdem, welches Thema ihnen gerade besonders präsent ist. Ist es Korruption oder eben Corona-Bekämpfung? Und
Insofern, ja, da hat sich was geändert. Es ist, glaube ich, aber weniger eben tatsächlich das, was besonders stark im Fokus immer stand, Falschinformationen, sondern eher so dieses, dass sich alle Leute daran orientieren, was gesprochen wird in sozialen Medien und dass das für bare Münze genommen wird, dass das ist tatsächlich das ist, was die Menschen interessiert und was den Menschen wichtig ist. Social Media als Agenda-Setting-Mechanismus oder Raum. Also als Demokratieverein denke ich ja da, eigentlich ist das doch eine gute Sache, wenn die BürgerInnen damit eigene Themen auf die Agenda setzen können. Ist das vielleicht auch eine Chance der sozialen Medien jetzt in Bezug auf Wahlkämpfe oder auch generell auf die politische Kultur? Auf jeden Fall. Also das, was ich schon vorher meinte, mit, dass die heutige Öffentlichkeit deutlich inklusiver ist, das sehen wir eben genau daran, dass beispielsweise eben Themen wie der Klimawandel eine andere Dringlichkeit inzwischen entwickelt haben, dadurch, dass es Bewegungen in sozialen Netzwerken gibt, die das dort sehr, sehr stark pushen. Das Problem ist aber eben, dass das ist einerseits sehr volatil, also es kann ständig wechseln und es lässt sich eben leider auch erschreckend leicht manipulieren. Also Empörungsströme zu erzeugen oder über prominente UnterstützerInnen bestimmte Themen auf die Agenda zu setzen, das geht eben erschreckend einfach. Und wenn das dann nicht richtig eingeordnet wird von politischen Akteuren, sondern eben, ja, also wenn das nicht sozusagen gleichzeitig eingebettet ist in tatsächlich Rücksprache mit der tatsächlichen Bevölkerung oder einem Übergemeinschauen, wie wichtig dieses Thema eigentlich tatsächlich im Vergleich zu anderen Themen ist, dann kann man eben tatsächlich in dem Sinne auch den Wahlkampf manipulieren, indem man eben sagt, indem man über Social Media bestimmte Themen und das, die Frage ist, dann sind das wirklich immer tatsächlich die Themen, die den Großteil, also die, ja, genau, wir haben dann alle unsere Vorstellung, welche Themen wir gerne auf der Agenda mehr hätten. Aber der Prozess ist über soziale Medien deutlich wenig kontrollierter als vorher. Das kann für manche Themen gut sein. Bei anderen Themen sehen wir das aber eigentlich nicht so gerne. Ja, vielen Dank. Und da kommen wir doch auch ganz gut schon zur Überleitung. Annalena, wie ist denn deine Wahrnehmung? Also wir können über, als BürgerInnen oder alle Menschen können über Social Media sehr schnell die Agenda auch setzen und vielleicht auch in eine bestimmte Richtung lenken. Vielleicht ist das Bild da auch verzerrt. Können wir das eigentlich alle gleich stark? Können wir alle Einfluss nehmen auf die Debatte im Netz? Und ist das eigentlich ein offener Gesprächsraum oder gilt das nur für bestimmte Gruppen, für bestimmte Filterblasen? Ja, also ich glaube, dass, ne, man kann halt nicht Ja oder Nein sagen. Das hat meine Vorrednerin ja auch schon gesagt. Ne? Es ist halt so eine Ambivalenz. Also Social Media hat ein unheimlich, bietet unheimlich große Chancen. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel anguckst, die Fridays for Future-Bewegung, also die wäre niemals so groß geworden, wenn hätte sie nicht Social Media auch benutzt und hätte sie dadurch nicht auch sozusagen diese Rückkopplung eben in die, in sozusagen die Leitmedien und so weiter bekommen. Also ne, darüber, was über Social Media dort auch organisiert wurde und dort kommuniziert wurde, das ist ja dann auch eben von Süddeutscher Zeitung, den ZDF, ARD und so weiter, also von allen sozusagen etablierten Medien aufgenommen worden. Und da könnte man ja erstmal sagen, okay, das ist ja super, ist ja eine total gute Sache. Und andererseits, das haben wir im Trump-Wahlkampf gesehen, aber das haben wir zum Beispiel auch 2016 im Wahlkampf hier in Deutschland schon in Ansätzen gesehen. Da gibt es Studien zu oder auch bei der Frage nach dem Brexit in Großbritannien, ist es eben so, dass genauso wie die Fridays for Future-Bewegung auch, wenn Gruppen eben besonders gut organisiert sind im Netz und besonders gut verstanden haben, auch wie die Algorithmen funktionieren, wie leicht die auch manipulierbar sind, wenn sie eben genau wissen, wie sie da agieren müssen. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, also wenn man jetzt, wir hatten zum Beispiel 2016, da haben sicherlich viele von gehört, weil Jan Böhmermann ja auch darüber eine Sendung gemacht hat, hatten wir ein großes Netzwerk, das nannte sich Reconquista Germanica, das war ein rechtsextremes Netzwerk im Internet. Da waren zwischenzeitlich 7000 Aktive, die jeweils einige Fake-Profile sich angelegt hatten. Das war sozusagen, es gab so bestimmte Regeln, die man eben einhalten musste. Alle haben sich falsche Profile angelegt. Dann macht man eben, wenn jede Person sich 5 falsche Profile anlegt, ist man nicht mehr 7000, sondern dann ist man 35.000 Stimmen im Netz. Und wenn man sich dann gut organisiert und sagt, um 20 Uhr gehen wir auf Twitter und tweeten alle zu einem bestimmten Hashtag,
dann kann man eben direkt in die Trending Topics kommen. Und das ist eben, genau, und das ist eben sozusagen das, wo dann vielleicht Politikerinnen, JournalistInnen eben glauben, okay, jetzt gibt es hier sozusagen eine Empörung des Volkes oder jetzt empören sich irgendwie die Leute. Und es ist überhaupt nicht transparent, dass eben hier sozusagen vielleicht eine ganz kleine Gruppe mit eigentlich wenig Mitteln, gut organisiert, mit wenig Aufwand, plötzlich eine öffentliche Debatte manipulieren kann. Und das haben wir das wäre sozusagen eins, das haben wir eben in diesen Wahlkämpfen auch gesehen, auch im deutschen Wahlkampf. Das ist auch was, wo ich auch davon ausgehe, dass das jetzt, beziehungsweise wo wir jetzt schon sehen, dass das eigentlich auch schon losgeht. Und das andere ist, dass versucht wird gezielt, und auch das ist eben die Frage sozusagen, wer spricht da eigentlich? Eigentlich ist das ja, Frau Dr. Klein von Königsloh hatte es ja schon angesprochen, eigentlich ist das ja super. Plötzlich sind es nicht mehr nur die privilegierten AkademikerInnen, die vielleicht bei der FAZ arbeiten oder in der ARD, die ein Abi gemacht haben und noch ein Studium und sich das alles 1000 Praktika sich leisten konnten und so weiter. Wir wissen ja, wie krass es ist, einem in den Journalismus überhaupt reinzukommen und wie schwierig es ist. Es zeigen ja auch Studien, dass eben da nur Leute aus einer bestimmten sozialen Klasse überhaupt nicht reinkommen. Und vielleicht auch Menschen mit Migrationshintergrund, also wenn man sich da so die Zahlen anguckt, Diversität, was auch Gender angeht und so, dann sehen wir, dass der Journalismus total elitär eigentlich ist. Und plötzlich haben wir Twitter, wo und wir haben Blogs und wir haben Social Media, wo alle diese Leute sich einfach ein Konto machen können und Sachen publizieren können, was eigentlich super ist. Aber auch da können wir halt sehen, dass eben diese Stimmen zum Teil wirklich versucht werden, aus dem digitalen Raum dann wieder rausgedrängt zu werden. Also was wir beobachten in den letzten Jahren, ist, dass eben die Diskriminierung, die diese Gruppen im analogen Leben auch schon erlebt haben, jetzt im Digitalen im Prinzip wiederholt werden. Und wie passiert das? Eben auch durch digitale Angriffe, also durch digitale Gewalt. Wir sehen das jeden Tag bei uns in der Beratung. Letzter Fall, der öffentlich durch die Medien gegangen ist, Jasmina Kuhnke, die eben dann mit Hassnachrichten, mit Vergewaltigungsandrohungen, mit Morddrohungen so lange traktiert wurde, bis dann eben irgendjemand ihre Adresse von zu Hause rausgefunden hat, bis sie dann mit ihren Kindern, bis irgendjemand dann klingelte, bis sie dann umziehen musste mit ihrer Familie. Ähnliches ist Natascha Strobel passiert, Wissenschaftlerin, die zu Rechtsextremismus forscht aus Österreich, die sich mittlerweile, die sehr gekämpft hat, deren Vater gestorben war und die Hater haben dann im Netz das Kondolenzbuch, das elektronische des Vaters gefunden, haben das dort zugespammt mit hasserfüllten Nachrichten und den Vater noch irgendwie sozusagen dann nach seinem Tode diskreditiert und die Tochter. Das betrifft dann einfach ganze Familien, die Betroffenen bekommen Angst und auch dann solche renommierten Personen, also Wissenschaftlerinnen, ziehen sich dann, so wie Natascha Strobel, auch eben aus dem Netz zurück. Und deswegen die Frage, sind diese Räume sozusagen offen für alle? Können alle Gruppen dort gleich kommunizieren? Theoretisch ja und praktisch nein. Okay, klare Antwort. Bevor wir vielleicht auch nochmal zu Gegenmaßnahmen zu diesen exkludierenden Tendenzen und diesen auch Gruppen und Einzelpersonen kommen, die unser aller Raum im Netz schwieriger machen und undemokratischer machen. Wie ist deine Beobachtung? Spitzen sich solche Tendenzen wie eben Empörungsströme, Shitstorms, gezielte Angriffe auf Menschen, spitzt sich das vor Wahlkämpfen zu? Oder wenn es um bestimmte politische, sachliche Themen geht, kurz vor Entscheidungen, wird das gezielt dann auch benutzt, um die Debatte zu verändern? Also zwei Dinge spitzen sich sozusagen, glaube ich, vor Wahlkämpfen zu. Einerseits natürlich Aktivismus auch im Netz, also auch legitimer Aktivismus, der jetzt nichts mit digitaler Gewalt zu tun hat. Also wenn es jetzt irgendwie um eine wichtige politische Frage geht, sagen wir zum Klimawandel oder auch zum Infektionsschutzgesetz und so, ist ja klar, dass eben Leute ihre Bundestagsabgeordnete anschreiben, dass Leute bei Twitter dazu tweeten, dass sie eben in eine Diskussion gehen und so weiter und das vielleicht auch organisiert und auch zeigen, hier, ich gehöre hier zu einer bestimmten Bewegung und vertrete sozusagen die und die Meinung. Also das würde ich schon sagen. Also dass mehr Aktivität vor Wahlen passiert, weil Menschen oder vor bestimmten Entscheidungen, weil das eben für Menschen sozusagen Momente sind, wo sie auch versuchen, das würden wir auf der Straße auch so machen, ne? Würden wir Leute ansprechen, wir sitzen dann irgendwie mit Bekannten am Küchentisch, würden dann auch eben drüber sprechen, versuchen von unseren Themen zu überzeugen, das auf jeden Fall. Und dass das auch immer organisierter passiert, also ne, das sind ja NGOs wie Mehr Demokratie oder Campact, ne, mit den Petitionen oder auch mit den Aktionen, die man irgendwie macht, sind ja Teil eben auch von dieser Maschinerie. Also das ist ja völlig
nicht klar. Aber sozusagen, wenn wir jetzt darauf gucken, was eben an gewaltvollen Handlungen passiert im Netz oder auch an Fake News, dann selbstverständlich spitzt sich das eben auch vor Wahlen gehäuft dazu. Und also ich habe ein paar Beispiele, auch bei den Landtagswahlen in Bayern zum Beispiel gab es eine Kampagne gegen Katharina Schulze, gegen die Grünen, Spitzenkandidatin, die sozusagen gezielt von einer Gruppe angegriffen wurde, wo man versucht hat, sie öffentlich zu diffamieren, wo man sehr klar sozusagen sich vorüberlegt hat, was setzen wir für Hashtags, was setzen wir für Botschaften, um sie im öffentlichen Raum zu diskreditieren. Also da sieht man so sehr gut diese Strategie. Es wird eben dann eine Person rausgesucht, meistens eben oftmals eine Frau, Spitzenkandidatin, die dann eben angegriffen wird. Oder wir haben zum Beispiel gesehen, dass eben in Studien für die letzte Europawahl, dass da vor allen Dingen eben die AfD mit sehr emotionalisierendem Content gearbeitet hat, sehr massiv eben und auch zum Teil falsche Aussagen im Netz eben verbreitet hat. Und was wir jetzt sehen ist, wenn wir sagen, politische Gegner werden massiv angegriffen, der Bundestagswahlkampf ist im September. Jetzt schon, nachdem Annalena Baerbock letzte Woche gesagt hat, sie wird grüne Spitzenkandidatin, kursieren im Netz angebliche Nacktbilder von ihr, wo eben geschrieben wird, bei Telegram, bei Facebook seit letzter Woche, wo geschrieben wird, es wäre eine Jugendsünde von ihr, also wo sie sozusagen als Frau diskreditiert wird. Das wird auf Telegram-Gruppen massiv geteilt, kommt anscheinend von Facebook. Jetzt schon kursieren Bilder von ihr, kursieren sozusagen Fake News von ihr, wo ihr nachgesagt wird, sie würde so eine Hundesteuer einführen wollen. Fotos von 2018, wo sie mit Herrn Habeck im Wahlkampf ist, kursieren, wo gesagt wird, sie würde die Maskenpflicht nicht einhalten und so weiter. Also ne, diese Art von Schmierkampagnen und auch, die gehen jetzt los. Und das, was eben bei den sozialen Medien so gut verfängt ist, Empörung zieht einfach. Empörung bekommt Klicks. Und wenn die Leute sowas sehen und sagen, kann ja wohl nicht wahr sein, was ist das denn für eine, die will das alle Masken aufsetzen und will hier alles verbieten und macht das nicht, dann vielleicht sogar auch in einer Situation, wo wir alle irgendwie auch aufgeregt sind, weil Corona da ist, weil wir alle auch aggressiv sind, dann fangen die Leute an, dazu zu klicken, weil irgendwie passt es ja, ist es ja auch, man hat ja schon mal gehört von den Grünen als Verbotspartei und solche Kampagnen verfangen dann ganz gut und plötzlich kriegt man eben Hass, Hetze und es verfangen sich sozusagen, Sie wissen ja, wie das ist. Je öfter das geschrieben wird, desto mehr sagen die Leute, okay, aber irgendwas muss ja dran sein, sonst würden das ja nicht so viele Leute behaupten. Das ist so ein alter Spruch, der irgendwie da ist. Und dann wird eben, es fängt sich auch so unterbewusst und das wird man einfach dann oftmals nicht mehr los. Und deswegen ja, also das wird jetzt schon zugespitzter und wir können jetzt schon eigentlich sehen, worauf wir uns im Wahlkampf einstellen müssen. Okay, Wahlkampf geht schon los. Okay, politischer Diskurs spitzt sich ja jetzt schon zu. Oder es gibt zumindest einige Kräfte, die da jetzt schon so Schmierkampagnen fahren und Empörungsströme lenken. Frau Klein von Königslöw, was können wir denn machen, um jetzt vor diesem Wahlkampf einen guten digitalen Diskurs zu gewährleisten? Was können wir eigentlich alle tun, um das fairer zu gestalten? Und müssen sich soziale Medien verändern, damit sowas vor Wahlen oder auch allgemein einfach so negative Tendenzen, die wir beobachten, nicht mehr so vorkommen? Also einerseits ist natürlich die Frage, was können wir als NutzerInnen tun? Und ich glaube, das setzt jetzt aus meiner Forschung heraus immer sehr stark bei dem an, was die Kollegin von Hate gerade auch schon sehr stark beschrieben hat. Wir alle reagieren in bestimmten Phasen besonders emotional auf Nachrichten, sehr spontan auf Nachrichten. Das wird uns in sozialen Medien auch sehr, sehr leicht gemacht. Die sind letztendlich ja so programmiert, so designt, dass wir emotional da drin bleiben. Und also sozusagen sind dafür designt, dass wir emotional angesprochen werden und möglichst schnell reagieren, statt darüber nachzudenken, was wir da eigentlich gerade tun. Und das führt eben dazu, dass wir Nachrichten teilen, vielleicht auch, weil wir das lustig finden in dem Moment oder kurios finden oder uns einfach, also sozusagen wir teilen Dinge, wo wir, wenn wir darüber nachgedacht hätten, es vielleicht dann eben nicht getan hätten. Und ich glaube, so uns kontinuierlich daran zu erinnern, Tempo rauszunehmen, nochmal darüber nachzudenken, ob das wirklich Sinn macht, das zu teilen, ob das wirklich eine Nachricht ist, die ich jetzt auch verbreiten will, selbst wenn ich Annalena Baerbock beispielsweise nicht mag oder persönlich ihrer Partei nicht nahestehe, ist das wirklich eine Information, die man über eine weibliche Politikerin verbreiten muss weiter im Internet. Also sozusagen das Tempo, Emotionalität und das Tempo rauszunehmen und zumindest in meiner kleinen Sphäre des sozialen Netzwerks, der sozialen Medien dafür zu sorgen, dass das, was dort passiert, einigermaßen sich an die Regeln eines guten gesellschaftlichen Miteinanders
hält. Das heißt, man teilt eben keine Falschinformationen oder auch nicht unbedingt Informationen, bei denen man nicht genau weiß, woher die kommen. Man fragt vielleicht auch einfach erstmal nach, woher hast du denn das? Bist du dir da so sicher? Und man versucht einfach Tempo rauszunehmen. An diesem Punkt ist für mich auch genau der Punkt, an dem soziale Netzwerke eigentlich dringend noch stärker ansetzen sollten. Man hat das im Vorfeld der letzten US-Wahl haben sie das zum Teil gemacht, dass sie gezielt aus bestimmten Themen das Tempo rausgenommen haben. Das heißt, verhindert haben, dass sich beispielsweise bestimmte Formen von Tweets oder Posts so schnell verbreitet haben, die also sozusagen, dass bestimmte Bilder, Videos nicht mehr geteilt werden konnten. Oder eben, dass beispielsweise Twitter hat eingeführt, dass man nicht mehr einfach nur retweeten konnte, sondern aufgefordert worden ist, das sich nochmal zu überlegen. Und diese Form, Dinge zu bremsen und zu verhindern, dass eben eine einzelne Nachricht, ein einziger Post so schnell so viele Menschen erreichen kann und im Zweifelsfalle eben auch viel Unheil anrichten kann, das ist, glaube ich, sind Maßnahmen, die in jedem Fall noch stärker passieren müssten und auch stärker von den sozialen Netzwerken in Angriff genommen werden müssten. Annalena. Ja, ich bin so immer so zwiegespalten, ne? Weil ich denke immer, jetzt müssen wir das irgendwie alles wieder richten und wir gehen eben auf diese sozialen Netzwerke und da gibt es eben bestimmte Regeln und wir sozusagen als Nutzerinnen sollen jetzt irgendwie versuchen, da Verantwortung zu übernehmen. Das ist so ein bisschen wie mit dem Klimawandel. Klar können wir alle auch ein bisschen unser Leben verändern, aber ne, es braucht auch einfach die Rahmenbedingungen, damit wir das auch wirklich können und irgendwie durchsetzen können, so wie in ganz vielen anderen Bereichen. Und deswegen, das ist eben für mich sowas, so ein zweischneidiges Schwert. Also ich glaube, ich würde sagen, auf einer individuellen Ebene, auf jeden Fall, was man immer tun sollte, ist eben, also ich schließe mich absolut Ihnen an, erstmal meiner Vorrednerin an, was ich noch ergänzen würde, ist Solidarität zu zeigen mit denen, die angegriffen werden, die zu unterstützen, auch vielleicht Transparenz zu machen. Mensch, Leute, wollen wir hier eigentlich wollen wir nicht über eine Frage diskutieren oder über was wird hier eigentlich sozusagen diskutiert? Auch transparent zu machen, wo dieser Diskurs eigentlich dann in so einem Moment eigentlich gerade hingeht. Ne? Wenn man irgendwann nur noch auf Leute einschlägt, ohne sich auch mit deren Positionen eigentlich auseinanderzusetzen. Also ich glaube, das wäre mir auf jeden Fall noch ein wichtiger Punkt. Und dann würde ich sagen, müssen wir uns die sozialen Medien angucken. Und wenn wir dann sagen, wenn ich jetzt Sie alle rausschicke und sage, diskutieren Sie mal und widersprechen Sie und kommen Sie mit den Leuten ins Gespräch und Sie sprechen damit irgendwie 20 Bots die ganze Zeit, dann, das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Das heißt, wir müssen einfach die sozialen Medien da auch in die Pflicht nehmen und sagen, es braucht eben viel konsequenteren Zugang gegen Bots. Die kann man auch erkennen, die erkenne auch ich. So, vielleicht nicht 100%, aber 90% erkenne ich auf jeden Fall an den Profilen. Das heißt, die müssen gelöscht werden. Es braucht, ne, muss man sich dann eben überlegen, wie man das verifiziert, dass da wirkliche Leute sind. Aber zumindest kann man, ist Facebook ja, oder sind die sozialen Medien ja auch schon dabei, das zu löschen. Das heißt, also das ist sozusagen das eine. Das andere ist, was ist mit Wahlwerbung? Ne? Also wir haben Micro-Targeting und wir haben, das ist ein Riesenproblem, das wir eben gesehen haben, dass in den USA, natürlich, Sie haben das gesagt, Frau Klein von Königsloh, die Wahlen wurden eben nicht dadurch entschieden, aber wir wissen auch durch diese Cambridge Analytica-Geschichte, dass eben bei Wahlen, die besonders knapp sind, dass da eben, wenn Personen noch nicht entschieden sind und denen eben eine besondere, eben genau herausgefunden wird, also wenn ich noch nicht entschieden bin mit der Wahl, wen wähle ich denn jetzt, Hillary Clinton oder Donald Trump? Und ich habe ein kleines Kind und dann wird mir nochmal eine Wahlwerbung zugespielt, aus dem Trump-Lager, wo ich habe das bei Facebook angegeben, dass ich eben Mutter bin und dann wird mir nochmal was zugespielt, so ein Meme oder so ein Artikel, der so ganz seriös daherkommt, wo gesagt wird, ja, Frau Clinton, die hätte ja auch diese Pizzeria da unterstützt, wo eben im Keller Kinderpädophilie passieren würde. Ja, dann würde ich mir doch denken, na, die wähle ich doch nicht. Ne? Also ne, man guckt sozusagen, okay, was haben die Leute angegeben? Man gibt ja sehr, sehr viele Daten preis. Und daraufhin schnitzt man sozusagen vor den Wahlen bestimmte Wahlwerbungen und spielt das den Leuten aus. Und da eben Transparenz zu schaffen, zu sagen, ich muss das wissen, ist das eine Wahlwerbung, ist das eine organisierte Kampagne? Also viel mehr sozusagen mir das, und auch wie funktionieren eigentlich diese Algorithmen? Also auch zu wissen, dass das, was ich da mir angezeigt wird in meinem Feed, dass das nicht da einfach so daherkommt, weil durch Zufall eben da so hingetrieben, sondern dass eben sehr, sehr klar auf mich ausgerichtet wird, was mir da für eine Information gezeigt wird und meistens eben eine Information, die zu den Informationen passt, die ich sowieso schon kenne und vielleicht sogar die nochmal ein bisschen ins Extremere geht.
Und dass mir eben mir die Wahl zum Beispiel auch zu lassen, zu sagen, will ich das? Will ich, dass mir das so vorsortiert wird, um mir eine Transparenz zu geben und zu sehen, okay, wo kommen diese Informationen her, wer spielt die eigentlich aus, sodass ich sozusagen auch wieder auf diesen sozialen Netzwerken eine mündige Bürgerin sein kann. Ich glaube, das wäre wichtig. Und dann kann man sagen, gibt es vielleicht auch irgendwann so ein bisschen Chancengleichheit. Und dann kann auch wieder so eine Debatte stattfinden. Und dann kann man auch sagen, okay, geht raus, diskutiert draußen im Netz, diskutiert auf Social Media. Aber solange das nicht so ist und ich eigentlich gar nicht weiß, wen ich da mir gegenüber habe und woher die Informationen kommen, die mir da ausgespielt werden, ist das schwierig. Und dann kann ich auch keine mündige Bürgerin sein. Vielen Dank. Jetzt hätte ich hier die Bitte an alle Menschen, die noch eine Frage stellen wollen. Wir haben jetzt noch glatte 7 Minuten Zeit. Ich möchte das Gespräch gerne öffnen. Falls ihr euch zu Wort melden mögt, tut dies gerne mit der Handmelden-Funktion oder schreibt das Wort Meldung in den Chat. Ansonsten habe ich mir ganz viele Fragen aus dem Chat schon notiert und muss jetzt selber überlegen, welche ich stellen möchte. Ich glaube, viele liefen darauf hinaus, dass doch eigentlich alte Medien wie Fernsehen oder Printmedien und soziale Medien doch gar nicht so unterschiedlich sind. So Schmierkampagnen, Empörungswellen, die da kreiert wurden, das haben wir doch alles schon gesehen, auch in Print und Fernsehen. Würden Sie das unterschreiben, Frau Klein von Königslöhe? Und es gab aber gleichzeitig auch die Wortmeldung, sind soziale Medien nicht doch vielleicht demokratischer, weil es ungefiltert ist? Ist es immer prinzipiell demokratischer? Da könnte man aber auch fragen, wenn zum Beispiel ein Donald Trump, der auf Twitter gesperrt wird, ist das ungefiltert? Weiß ich nicht. Möchten Sie darauf antworten? Vielleicht nehme ich den ersten Punkt. Ja, natürlich haben Sie vollkommen recht. All diese Phänomene, die in sozialen Medien passieren, sehen wir auch. Hasskampagnen, Schmierkampagnen sehen wir selbstverständlich auch oder haben wir schon immer gesehen. In klassischen Medien, gerade am Boulevard, werden die Informationen gerne zugespitzt und auch zwischendrin gerne mal gelogen. Das, was der Unterschied ist, ist einerseits natürlich die Schnelligkeit, in der das passiert und in die Schnelligkeit, in der sich das bis in die Tiefen des Internets, wenn Sie so wollen, verbreitet. Und gleichzeitig haben wir parallel dazu das Phänomen, dass dadurch, dass es jetzt soziale Medien gibt, über die man sich informieren kann, sich insgesamt unser Verhalten als Nutzerin, also wie wir Nachrichtenmedien nutzen und wie wir mit Nachrichteninformationen umgehen, verändert. Und dass es für uns einfach in sozialen Medien viel, viel schwieriger geworden ist, damit unter einzuordnen, was von wem diese Informationen da einfach kommen. Bei der Bild-Zeitung weiß jeder, was da drin steht, dass das nicht unbedingt alles die hundertprozentige Wahrheit ist. Aber wenn ich einen Post sehe, der auf den ersten Blick seriös aussieht und der von einem Freund kommt, der eigentlich, von dem ich denke, dass der Ahnung hat in diesem Bereich, dann kann ich jetzt als normale Nutzerin nicht unbedingt immer entscheiden, ist denn das jetzt, also dann weiß ich nicht, dass das klassische Bildjournalismus ist. Das macht es halt schwieriger, die Schmierkampagnen, die mir passieren, schnell gut einzuordnen und mich selber zu entscheiden, ob das was ist, dem ich glaube und dem ich vertrauen kann. Also den Punkt kann ich echt nochmal stark machen. Ich habe auch schon mal ein Fake-Meme geteilt. Und ich beschäftige mich beruflich mit dieser ganzen Sache. Ne? Also überlegen Sie mal. Also mir dürfte das eigentlich nicht passieren. Und trotzdem, auch für mich war das in dem Moment schwierig. Und Gott sei Dank hat mich dann jemand darauf aufmerksam gemacht aus meinem Netzwerk, dass das eben eine Falschaussage war, über Donald Trump übrigens. Weil ich dachte, ja, das sowas hätte er ja auch sagen können. Ne? Aber nee, und es hatten mehrere Freunde von mir geteilt und es kam so seriös daher. Und dann dachte ich, na, also es kann ja wohl nicht wahr sein. Typisch Trump, dass er sowas geschrieben hat. Und zack, habe ich es auch geteilt. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein Riesenproblem, wo wir eben bei dem Qualitätsjournalismus eben wissen, okay, da gibt es wenigstens noch einen Faktencheck oder hinterher rechtfertigt, wenn sozusagen eine Falschaussage da, wenn die verbreitet wird, dann gibt es danach eine Richtigstellung. Dann, ne, also so, da gibt es eben auch Prozeduren, die dann sozusagen gefolgt werden müssen. Und das ist eben in den sozialen Medien noch überhaupt nicht geregelt. Und ich will noch mal ganz kurz auf diese Frage des Ungefiltert würde ich noch mal eingehen. Ist es demokratischer, weil es ungefilterter ist?
Also ist halt eine schwierige, ist auch wieder eine schwierige Frage. Ne? Einerseits natürlich der Zugang zu sozialen Medien, der erstmal für alle gleich ist. Wie gesagt, wir können uns alle ein Konto bei Facebook machen, wir können uns alle ein Konto bei Twitter machen, wir können da unsere Meinung schreiben. Aber es ist ja nicht so, dass wir einen großen Marktplatz der Ideen dort haben und dann da alles hinschreiben, sondern die Plattform funktioniert über einen Algorithmus. Und die Plattform guckt, aha, Frau von Hodenberg hat da gerade dieses Meme geteilt von Trump. Das finden auch ihre ganzen Freunde gut und vielleicht liken das noch ein paar andere Leute. Das scheint ja was zu sein, was Content, also was ein Inhalt ist, der viele andere Leute ja vielleicht auch dazu kriegen könnte, dass sie sich damit nochmal beschäftigen. Dann zeige ich das ganz vielen Leuten in ihrer Timeline an. Das heißt, es ist nicht so, dass das Ganze sozusagen ein demokratischer, ungefilterter Diskurs ist, wo wir uns austauschen, sondern die Plattformen bestimmen ja durchaus durch ihre Algorithmen, was wir sehen und was wir nicht sehen und was sozusagen präferiert wird und was nicht. Das sind Wirtschaftsunternehmen. Die möchten am Ende des Tages, dass wir so lange wie möglich auf diesen Plattformen bleiben und mit denen interagieren. Dann verdienen sie Geld, weil sie dann nämlich Daten von uns sammeln können und die dann eben wiederum zu Werbezwecken und so weiter verkaufen können. Das heißt, sie haben eben bestimmte Taktiken, um uns auch auf diesen Plattformen zu lassen. Das heißt, genau, das ist dann wieder die Frage sozusagen. Ist es ungefilterter? Und wenn Sie Personen haben, das ist ja das, was ich gerade schon gesagt habe, also wenn ich sehe, das habe ich gesehen, in den letzten halben Jahr wurden ständig Frauen, die sich eben öffentlich geäußert haben, jetzt sehe ich das auch übrigens bei einer Kanzlerkandidatin, haben wir ja gerade schon darauf angesprochen, die sich sozusagen sehr öffentlich, sehr politisch in sozialen Medien auch äußern und im öffentlichen Diskurs, die werden da direkt angegriffen. Ich möchte kein Nacktfoto über mich in den sozialen Medien sehen. Das heißt, ich überlege mir zweimal, ob ich sowas öffentlich mache. Ich überlege mir zweimal, ob ich sozusagen als Frau vielleicht feministische Positionen oder laut antirassistische Positionen im Internet beziehe, weil ich gesehen habe, was anderen Frauen, die das getan haben, passiert ist und ich nicht möchte, dass mir das auch passiert. Und das ist auch völlig legitim. Aber dann ist eben die Frage, wie demokratisch ist das eigentlich? Und ja, wie ungefiltert ist das eigentlich, wenn ich sozusagen sehe, Frauen werden angegriffen, vielleicht Migrantinnen werden angegriffen. Hier Tarek Al-Wazir, das war der erste Geflüchtete, der für den Bundestag kandidieren wollte, so heftig im Internet angegriffen worden, dass er sofort seine Kandidatur zurückgezogen hat. Also wie demokratisch ist das, wenn eben Menschen dann so direkt angegriffen werden und sich da im Diskurs nicht mehr beteiligen? Danke. Wir haben eine Minute noch und ich würde wahnsinnig gerne eine Wortmeldung zulassen, damit, weil ich in meinem letzten Panel schon keine Wortmeldung zugelassen habe. Ich weiß, Annalena, du musst bald weg. Wenn du gehen musst, dann gehst du. Ich würde Oliver Wiedmann gerne dran nehmen und es tut mir wahnsinnig leid für die ganzen tollen Fragen im Chat. Schreibt sie an info@mehr-demokratie.de, schreibt sie an HateAid, guckt euch HateAid an, liest Veröffentlichungen von Frau Klein von Königshöhe, kann ich nur empfehlen, oder Interviews mit ihr. Vielleicht klärt sich dann schon einiges und jetzt würde ich das Wort nochmal Oliver Wiedmann geben. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage und zwar nochmal zu der Agenda-Setting-Power von sozialen Netzwerken, die ja auch anfangs erwähnt wurde. Und ich habe das so verstanden, dass sozusagen dieses verzerrte Bild von wichtigen Themen sozusagen auch in der Politik seine Spuren hinterlässt und auch bei Journalistinnen. Und da frage ich mich doch, warum ist das eigentlich so? Weil ich meine, Journalisten und Politiker müssen das doch eigentlich besser wissen. Die müssen doch wissen, dass das nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit ist. Sind die einfach zu viel im Netz unterwegs oder was ist das Problem eigentlich? Und muss es nicht da vor allem auch eine Verhaltensänderung geben? Und vielleicht muss es da auch andere sozusagen Kanäle geben für Politik, für Journalismus, um sozusagen auch die stummen Stimmen wieder lauter zu machen. Also ja, kann man Ihnen einfach nur zustimmen. Ja, erstens, Sie sind zu viel im Netz unterwegs, definitiv. Gleichzeitig sind Sie aber zum Teil auch noch sehr neu im Netz unterwegs. Das heißt, wir müssen alle letztendlich momentan lernen, dass das eben, was da eigentlich passiert und wie das einzuordnen ist. Also es gibt einzelne Politiker, die gesagt haben, ja, wenn Sie sehen, wer alles auf Ihrer Facebook-Seite postet, dann können Sie doch nur für weitere Öffnungen sein jetzt in der Corona-Pandemie. Und wo man dann merkt, dass Ihnen einfach überhaupt gar nicht klar ist, dass das, was auf Ihrer Facebook-Seite passiert, im Zweifelsfall eine gezielte Kampagne ist und dass das mit möglicherweise relativ wenig damit zu tun hat, was denn wirklich die Bevölkerung Ihres Wahlkreises denkt. Also sozusagen so eine gewisse Naivität müssten wir
müssen auch politische Akteure erstmal ablegen. Und das gilt genauso leider für Journalistinnen und Journalisten. Im Journalismus ist halt dazu noch das Problem, dass es ja ein unglaublich schnelles Geschäft ist. Das heißt, es wird immer ein unglaublicher Druck aufgebaut, dass man der oder die Erste sein wird und dass man ein Thema nicht verpassen darf. Und ich sehe das, also ich unterrichte ja an der Uni zukünftige Journalistin. Und ich merke, wie sozusagen, wie sehr die miteinander kämpfen, sobald sie das erste Mal in der Redaktion sind, wo von ihnen erwartet wird, dass sie sofort immer wissen, ob das jetzt ein Thema wird oder nicht und dass man darüber berichten muss. Und wie sehr sie dann damit kämpfen, dass sie eigentlich von uns an der Uni die ganze Zeit erzählt bekommen, nein, schaut euch das mal in Ruhe an. Aber in der alltäglichen Redaktionsarbeit ist es oft gar nicht so einfach, sich diesem Druck zu entziehen, mit der Erste gewesen zu sein. Aber ja, das ist etwas, glaube ich, wo wir momentan auch sehen, dass sowohl im Journalismus als auch in der Politik ein deutlicher Lernprozess einsetzt. Also da habe ich auch Hoffnung, dass sich das ändert in nächster Zeit. Ich würde gerne auch kurz was dazu sagen. Also Frau Krieg hatte das ja im Chat geschrieben, dass es eben auch um Medienkompetenz geht und nicht nur in den Schulen, sondern leider eben auch bei JournalistInnen und bei Politikerinnen. Und das letzte Beispiel, wo wir gesehen haben, wie tatsächlich sich, also wie wenig noch auch in den Chefetagen das Thema angekommen ist, war die Umweltsau-Affäre, wo eben dann ein Intendant des Westdeutschen Rundfunks sich hat von einer organisierten Kampagne, rechtsextremen Kampagne im Internet, sich hat dazu drängen lassen, sich anstatt sich vor seine JournalistInnen zu stellen, dann eben da klein beizugeben und die sozusagen da vor den Bus zu werfen. Und genauso wie ein Ministerpräsident, der das dann eben auch gemacht hat, ne? Also wo man sozusagen genau diese Kombi gesehen hat. Und das ist natürlich schlimm. Und da denkt man sich, also es kann ja wohl nicht wahr sein. Wissen die das denn alles noch nicht? Nein, anscheinend noch nicht. Und deswegen, genau, diese Medienkompetenz und diese Medienbildung, die muss eigentlich auch schnell bis in die Chefetagen kommuniziert werden. Aber ich bin auch optimistisch, dass wir da auf einem guten Weg sind. Vielen Dank. Dann nehme ich das als Abschlusswort. Medienbildung, Medienkompetenz. Ich glaube, das ist allen klar, dass wir... Das Internet ist nicht mehr für uns alle Neuland oder es ist leider für zu viele noch Neuland und wir brauchen ein bisschen reflektierteren Umgang mit sozialen Medien und was für Mechanismen da eigentlich wirken. Mit Algorithmen, mit gezielten Empörungsströmen, die gesetzt werden, mit auch Gewalt im Netz, das die Menschen ausschließt und die auch Menschen von ehrenamtlichen politischen Engagement zum Beispiel ausschließt. Haben wir alles heute gehört. Es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema und ich würde eigentlich am liebsten jetzt noch eine Stunde mit euch darüber reden. Danke, dass ihr dabei wart. Ich fand das unheimlich differenziert jetzt aus einer wissenschaftlichen, aber auch einer praktischen Perspektive. Vielen Dank für eure Arbeit und vielleicht sehen wir uns in einem anderen Format mal wieder und können nochmal ausführlicher darüber sprechen. Dankeschön und einen schönen Samstag euch noch. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank. Bis bald. Gut, und hier geht es dann gleich um, ich hoffe, Viertel nach weiter mit einem Panel zum direkten Demokratie, eigentlich unser Kernthema bei Mehr Demokratie und E-Collecting bei der digitalen Unterschriftensammlung in der Schweiz. Davor gibt es jetzt noch Yoga mit Anne und das Thema ist Lass Anspannung los, korrekt? Genau, Anne sagt am besten selber was dazu. Ich verlasse euch kurz und wir sehen uns dann gleich um Viertel nach wieder. Danke euch. Ja, hallo, herzlich willkommen von mir. Ja, lass Anspannung los. Als ich das Thema gewählt habe, war ich mir gar nicht so bewusst, dass es zu dem Thema jetzt davor eigentlich gut gepasst hat, weil das, was Social Media bei mir und bei vielen in meinem Bekanntenkreis halt oft auslöst, und das wurde ja auch eben beschrieben, ist teilweise auch Druck, ne? Also selbst wenn man täglich damit umgeht, wenn man einfach eine Übung damit hat, ist es einfach durch diese Geschwindigkeit, durch das, was an einen Rand getragen wird, entsteht da ein gewisser Druck. Und jetzt kommt sozusagen der Switch von der intellektuellen, von der Verstandesebene auf die körperliche, ne? Weil Druck und gerade auch viel am Rechner sitzen, so immer in diese eine Richtung auf diesen Bildschirm starren, macht auch Druck auf der körperlichen Ebene. Und ich würde euch jetzt einladen, einfach mal ein paar Übungen mit mir zu machen, um so eine Spannung, um so einen Druck wieder loswerden zu können. Zum Beispiel, wenn man eben lange am Rechner gesessen hat. Ihr müsst nichts Besonderes wissen oder können.
Es wäre vielleicht nützlich, wenn jemand nicht ganz so flexibel ist, dass ihr euch ein oder zwei Bücher nehmt. Wir werden später eine Übung haben, wo wir uns zum Boden beugen und da kann man dann diese dicken Bücher als Hilfsmittel nehmen. Also wenn das gerade griffbereit ist, dann gerne zwei Bücher, die ungefähr gleich hoch sind. Und ich empfehle weiterhin als Hilfsmittel eine Socke. Es ist sowieso gut, Barfuß-Yoga zu üben. Oder auch ein Schal oder ein festes Tuch. Es geht auch ohne. Es ist nur, wenn man nach hinten nicht ganz so flexibel ist, kann man sich mit so einem Stück Stoff behelfen. Und dann geht es auch schon los. Dann lade ich dich ein, euch ein. Stell dich gerne erstmal mit den Füßen hüftschmal hin. Verankere dich gut im Boden. Richte dich gerade auf. Und dann mach die Hände zu Fäusten, also Ball, die Fäuste. Und jetzt ziehst du mit der Einatmung deine Ellenbogen nach hinten. Mit der Ausatmung kreuzt du die Hände vor der Brust. Mit der Einatmung ziehst du die Ellenbogen wieder nach hinten. Und dann öffnest du mit der Ausatmung die Hände und machst eine Werfbewegung. Also es ist eine vierteilige Bewegung. Ich zeige es nochmal. Die Hände zu Fäusten, einatmen nach hinten, ausatmen kreuzen, einatmen nach hinten, ausatmen werfen. Einatmen nach hinten, aus, kreuzen, ein nach hinten, aus, werfen. Und beginn das jetzt in deinem eigenen Rhythmus, in deinem eigenen Tempo für die Lockerung deiner Schultern, deines Oberkörpers, deiner Arme. Und wenn du nach hinten die Hände öffnest, dann mach eine weite Bewegung. Stell dir wirklich vor, dass du was hinter dich wirfst, physisch oder natürlich auch geistig, seelisch. Vielleicht gibt es irgendwelche Dinge, die du jetzt heute nicht mehr brauchst oder die du generell eigentlich gar nicht brauchst in deinem Leben. Und das ist eine gute Übung, wo man sich ganz physisch sozusagen auch im Loslassen und im Wegwerfen von Unnötigem üben kann. Immer zieh nach hinten, wenn du einatmest und wenn du ausatmest, kreuz die Hände vor der Brust oder mach diese Werfbewegung. Mach das kraftvoll, atme durch die Nase ein und aus. Nutz jetzt die paar Minuten für ein Mini-Workout, bevor du dann wieder am Rechner sitzt für die nächste Stunde oder vielleicht sogar länger. Sehr schön. Und dann beende diesen Zyklus, also mach noch einmal komplett alle vier Bewegungen. Lass die Arme dann gerne ausschwingen, komm kurz zur Ruhe. Und dann, je nachdem, ob du jetzt mit den Büchern arbeiten möchtest oder mit deinen Hilfsmitteln oder auch nicht, wenn, dann legst du die Bücher vor dich hin, du stellst die Beine leicht gegrätscht auf, also die Bücher liegen dann vor deinen Füßen. Wie gesagt, wenn du flexibel bist, kannst du auch direkt auf den Boden kommen mit den Händen. Dann streck die Arme zu den Seiten aus, die Handflächen schauen nach unten und jetzt mit der Ausatmung drehst du den Rumpf und den Oberkörper nach links und setzt dann deine rechte Hand vor dem linken Fuß auf, also auf deinem Buch oder direkt neben dem linken Fuß. Mit der Einatmung komm zurück nach oben und dann dreh auch dort erst wieder den Rumpf mit der nächsten Ausatmung. Setz jetzt die linke Hand beim rechten Fuß oder auf deinem Buch, auf deinem Hilfsmittel aus und so weiter. Immer beim Ausatmen drehst du den Rumpf, den Oberkörper und machst dich zu den Seiten lang, lässt die Arme gestreckt und mit diesen gestreckten Armen kommst du nach unten und setzt die eine Hand kraftvoll auf den Boden oder auf dem Buch auf. Mach das in deinem eigenen Atemrhythmus und auch hier atme wieder lang und tief durch die Nase ein und aus. Windmühle heißt die Bewegung. Das ist im Grunde eine Drehbewegung aus dem Oberkörper, aus dem Rumpfbereich. Die Arme bleiben ungefähr in einer Position und werden dabei mitgenommen. Und dann mach noch drei Bewegungen auf jede Seite. Also setz noch dreimal die linke und die rechte Hand jeweils auf. Und dann komm nach oben in einer neutralen Position. Streck die Arme, streck die Hände zu den Seiten, atme nochmal tief ein. Schau mal, dass du ganz gerade stehst. Halte den Atem für einen Moment, spür deine eigene Kraft und Stabilität. Und lass die Arme sinken, bring die Beine gerne zusammen. Du kannst kurz ausschütteln, kannst deine Bücher, deine Hilfsmittel auf die Seite legen. Und dann beginne die Arme jetzt zu kreisen, rückwärts zu kreisen. Und nimm dabei eine bestimmte Fingerhaltung ein. Du bringst die Daumen und die kleinen Finger aneinander. Die anderen drei Finger sind entspannt. Und dann beginnst du
an deinen Ohren vorbei, mit beiden Armen parallel große Kreise zu machen. Schau mal, wie schnell du das machen magst, wie intensiv du das machen magst. Aber achte darauf, dass du die Arme wirklich gestreckt hast. Also, dass du dich hier wirklich in die Länge denkst. Die Füße sind jetzt etwas schmaler als hüftschmal aufgestellt. Atme lang und tief durch die Nase ein und aus, während du hier kreist. Und wenn du nach hinten kreist, dann nimm ganz bewusst deine Schulter nach hinten und unten und öffne hier wieder, wie wir es vorhin auch schon gemacht haben, deinen Brustkorb, deine Rippen, deinen Herzbereich. Und mach noch drei große Kreise nach hinten. Und beende die Bewegung. Lass die Arme für einen Moment an den Seiten schwer nach unten hängen. Und dann beginne nach vorne zu kreisen. Dafür mach jetzt bitte Fäuste. Also du nimmst den Daumen nach innen, legst die anderen Finger über den Daumen, stellst wieder die Füße etwas weniger als hüftbreit und beginnst dann von hinten nach vorne zu kreisen. Die Arme bewegen sich parallel, die Hände sind zu Fäusten, kraftvoll. Du bist ganz gerade hier aufgerichtet. Schau mal, dass dein Kopf in der Verlängerung der Wirbelsäule ist, also dass du das Kinn ganz leicht Richtung Brust neigst, ohne es abzuklappen. Auch hier bist du gerade, nur die Arme bewegen sich. Ansonsten bist du ganz aufgerichtet. Und atme lang und tief. Und mach auch hier drei letzte Bewegungen. Und beende, lass die Arme auspendeln. Und jetzt kommen die Socken zum Einsatz oder auch dein Schal oder was immer du machst. Oder wenn du flexibel bist, kannst du auch einfach hinter dich greifen. Du greifst ineinander, faltest die Hände hinter dem Rücken und ziehst dann nach hinten und oben mit deinen Armen. Also nicht extrem nach oben, sondern so ein bisschen, also du lässt sie nicht hängen, sondern hebst sie ein bisschen und ziehst nach hinten. Die Variante mit der Socke wäre, du nimmst die Socke in beide Hände und ziehst kräftig daran und machst dann so eine kleine Bewegung, etwas nach oben und nach hinten. Und bei der Einatmung mach immer eine ganz minimale Bewegung, noch ein Stück höher. Und bei der Ausatmung lass wieder sinken, aber das ist wirklich nur ganz klein. Und vielleicht kannst du spüren, wie sich beim Einatmen dann jeweils dein Brustkorb noch ein bisschen weiter öffnet. Und du beim Ausatmen wieder etwas entspannst, die Arme minimal wieder nach hinten bringst. Atme lang und tief durch die Nase. Und vergiss sowieso, wenn es dir möglich ist, nicht deinen Atem, weil das ist halt immer deine Hauptenergiequelle und oft atmen wir irgendwie so flach und oberflächlich darum und nutzen das gar nicht, was uns an Energie zur Verfügung steht. Deswegen atme noch einmal tief ein. Halte den Atem und entspanne die Haltung. Und dann komm gerne zum Sitzen, entweder auf deinem Stuhl. Dann schau wieder, dass die Fersen und die Knie untereinander sind und die Oberschenkel und Unterschenkel ungefähr einen rechten Winkel bilden. Oder aber du setzt dich auf den Boden. Dann gerne mit gekreuzten Beinen. Und dann beginne jetzt deinen Kopf zu kreuzen. Dafür bringe mit der Einatmung das linke Ohr Richtung linke Schulter, mit der Ausatmung das rechte Ohr Richtung rechte Schulter, sodass du hier eine Länge in den Seitensträngen von deinem Hals bekommst. Mit der nächsten Einatmung bring den Kopf nach hinten und oben, also nicht stauchen im Nacken, sondern lang strecken nach hinten. Und mit der Ausatmung bring das Kinn Richtung Brustbein und setz das fort. Ein nach links, aus nach rechts, ein nach hinten, aus nach vorne. Ein nach links, aus nach rechts, ein nach hinten und sei da sehr achtsam mit deiner Nackenwirbelsäule und aus. Neige das Kinn Richtung Brust und dann mach noch zweimal diesen Zyklus durch. Beende das Kopfkreuzen, ein nach hinten und aus nach vorne und dann komm wieder in der Mitte in einer neutralen Position zur Ruhe. Ich sehe, die Marie ist noch gar nicht wieder zurück, aber es ist, doch ist sie, okay, es ist auch. Doch, ich wollte dir nur deinen Raum geben. Naja, ich könnte noch eine Übung machen, aber ich glaube, wir beenden, weil es ist schon 7:15, gell?
das wäre schön. Und dann sehen wir uns gerne nochmal, wer möchte, um 16 Uhr dann nochmal im Raum 1 wieder. Danke euch. Danke dir, liebe Anne. Ja, frisch und bewegt vom Tag und auch körperlich bewegt sind wir jetzt alle wieder hier und freuen uns auf das nächste Panel. Es heißt E-Collecting als Mittel digitaler Demokratie, die Zukunft von Initiativen. Wir haben jetzt viele Infos zur digitalen Information, zum digitalen Debattieren gehört. Jetzt kommt der Blog Digitales Entscheiden. Ich darf an meine wunderbare Kollegin Sarah Händel übergeben, die heute schon unser Eröffnungspanel auf Englisch moderiert hat. Jetzt geht es auf Deutsch weiter. Viel Freude und dann kann es mit dem Panel losgehen. Ja, super. Gleich eine kleine Korrektur. Es geht also nur nicht hier ums digitale Entscheiden. Das ist dann im anderen Raum gerade, das E-Voting. Bei uns geht es hier um digitales Sammeln. Ja, und vielleicht ganz kurz nochmal zur Erklärung. Also, weil ich weiß nicht, ob alle Menschen die Prozesse der direkten Demokratie kennen. Es ist eben so, dass es meistens ein- oder zweistufiges Verfahren gibt. Auf jeden Fall ist immer dabei, dass die Bürgerinnen und Bürger Unterschriften sammeln müssen, um dann eben einen Volksentscheid oder einen Bürgerentscheid zu erreichen. Und dieses Unterschriftensammeln, das könnte man natürlich rein theoretisch auch online organisieren. Und um dieses Thema soll es heute gehen. Genau, aber jetzt bin ich gleich direkt eingestiegen. Erst noch mal kurz ein Hallo von mir. Schön, dass ihr immer noch dabei seid oder jetzt gerade dazugekommen seid. Wir werden hier im Workshop mit zwei Inputs erstmal arbeiten und dann, finde ich aber, kann man direkt auch schon für die Fragen öffnen. Also, und die zwei Inputs, die werden heute kommen, zum einen vom Sandro Skalko. Das ist der Gründer vom OVLI, ja, du musst nachher noch sagen, ob ich es richtig ausspreche, Projekt. Und es ist eben ein Projekt, das angetreten ist, um E-Collecting zu pushen, also sozusagen dafür einzutreten und ja, zu schauen, dass dort die Debatten weiter vorangehen. Also Sandro, schön, dass du da bist. Wir freuen uns gleich auf deinen Input. Und dann haben wir die Lucy Köchelin. Sie ist Lehrbeauftragte für politische Anthropologie, finde ich hochspannend, aber macht auch noch viele weitere Sachen. Sie ist nämlich in der Schweizer Stiftung der direkten Demokratie, die wiederum WeCollect betreibt. Das ist nämlich eine Plattform, die sie gleich uns noch weiter vorstellen wird, wo E-Collecting so teilweise, also der erste Schritt dorthin schon verwirklicht ist. Und sie ist auch Mitinitiatin von GLOCO und das ist dann die nächste Ebene. Da geht es dann darum, das alles auch weltweit zu denken. Und da bin ich besonders gespannt, was wir dazu hören. Genau, wir würden jetzt aber tatsächlich kurz mit Sandro beginnen. Und Sandro, du hast jetzt genau so rund 10 Minuten Zeit, um uns mal einzuführen in OVLI. Bitteschön. Vielen Dank, Sarah. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, dass ich hier an diesem tollen Event dabei sein darf. Wie Sarah schon gesagt hat, die Auli oder die Eule, ich hoffe, ihr seht sie hier ganz klein. Das ist eigentlich so, das kommt von der Athene, das ist die Göttin der griechischen Mythologie. Das ist die Schutzgöttin und Namensgeberin der griechischen Stadt Athen. Und als Sinnbild von Athen und als Vogel der Weisheit galt vor allem in diesem Zusammenhang der Steinkauz. Und sein wissenschaftlicher Name ist Athene Noctua, das heißt nächtliche Athene. Ja, und so kam das zusammen, dass wir uns auf eine Eule fokussiert haben für den Namen, weil Athen ja eine wichtige Rolle in der Demokratie spielt und der Steinkauz noch eines meiner Lieblingstiere ist. So hat das wunderbar zusammengepasst. Genau. Jetzt aber, wie ist OVLI entstanden? Ich habe vor gut 2 Jahren meine Masterarbeit über E-Collecting in der Schweiz geschrieben oder in Schaffhausen. Und dort wurde ich inspiriert durch 2 Dinge. Erstens war ich in Estland ein Jahr zuvor, 2018, und habe gesehen, wie selbstverständlich die EID ist. Vielleicht für die, die es nicht wissen, die Schweiz hat noch keine richtige EID oder eine staatliche EID zumindest. Und ich kannte dort schon die Plattform WeCollect, die dann von Lucy noch besser vorgestellt wird. Und ich habe mich dann gefragt, warum kann man die EID und WeCollect nicht zusammenbringen? Und dann hat man ja ganz einfach E-Collecting in der Schweiz.
Und so ist das dann entstanden. Im letzten Jahr haben wir uns beim Prototype Fund, beim Schweizer Ableger, für ein Projekt beworben und haben dort zusammen mit Open Data und dem Programm Digitalisierung und Gesellschaft der Stiftung Mercator Schweiz dann das Projekt Auli aufgesetzt. Und für uns war es wichtig, wir haben uns gesagt, E-Collecting oder das, was wir bauen mit E-Collecting, das soll auf dem bestehenden Recht aufbauen, soweit möglich. Und wir wollen das Rad noch nicht neu erfinden. Das heißt, all die Prozesse, die wir zwischen Gemeinden und dem Bund und die aktuellen Gesetze, die wir haben, die wollten wir nicht umschreiben, weil wir wussten, das dauert noch 10 bis 20 Jahre, bis da irgendwas geschieht. Und wir wollen doch schon erste Fortschritte da erzielen. Und dann haben wir gesagt, wir digitalisieren das Ganze mal mit einem PDF anstatt einer physischen Unterschriftenliste. Und wir verwenden die elektronische Identität, die es in meinem Heimatkanton in Schaffhausen, also es ist gleich der Nachbar von Baden-Württemberg, der südliche, mit dem Rheinfall, falls ihr den kennt. Wir nutzen dort diese EID und kombinieren das und schauen mal, wie das so zusammen mit WeCollect zusammenspielt. Und was dann entstanden ist, ist mit Auli ist ein Prototyp, wo man den ganzen Prozess mal ausprobieren und erleben kann, vom Unterschriften sammeln, von der Unterschrift dann auch wirklich aufs Dokument zu bringen, das dann zu zählen, zu schauen, hat nicht jemand schon zwei oder mehrfach unterschrieben, ist diese Unterschrift gültig und so weiter. Das ist so mehr der technische Teil. Und der andere Teil, der entstanden ist, ist mit auli.ch, ist eine Plattform für die Schweiz, wie man eigentlich E-Collecting fördern kann. Und zwar fördern als Bürger, fördern als Initiativkomitee und auch fördern aus Sicht der Verwaltung. Wir wollen dort wirklich Hilfen oder Unterlagen anbieten, die es ermöglicht, E-Collecting auf allen verschiedenen Ebenen zu fördern, damit wir hier einen Schritt weiterkommen. Genau. Was ist so noch das Problem, das wir gehabt haben? Das Problem mit der Unterschrift. Man sagt ja dem Ganzen immer Unterschriften sammeln. Und eigentlich kann man sagen, dass es so ein klassisches Unterschriften sammeln eigentlich in der digitalen Welt oder zumindest in der Schweiz gar nicht gibt, weil die Unterschrift, die bräuchte es eigentlich gar nicht, weil eine Person in der Schweiz wird identifiziert, indem sie den Namen, Geburtstag, die Wohnadresse und die Geburtsdatum genau angeben. Und das dient eigentlich der Identifizierung der Person. Und mit diesen Daten wird dann in jeder Gemeinde überprüft, ob diese Person stimmberechtigt ist. Und man bestätigt dann das Stimmrecht und man kontrolliert nicht die Unterschrift, weil wenn man das kontrollieren müsste, dann müsste ja eigentlich jede Gemeinde müsste eine Kopie meiner Unterschrift haben, um zu sehen, hey, passt das, was hier auf dem Unterschriftenbogen steht, mit dem überein, was wir im System haben. Und das ist so nicht machbar, sondern die Unterschrift dient eigentlich nur, dass es ein bewusster Entscheid ist oder eine bewusste Handlung, dass man jetzt hier wirklich diese Unterschrift oder dieses Gesetz unterstützen möchte. Weil im Gegensatz zur EU oder zu Deutschland haben wir in der Schweiz mit der Initiative und dem Referendum doch noch extrem starke Instrumente, um in die ganze Demokratie einzugreifen. Also es ist nicht nur eine Petition zum Beispiel, sondern es ist dann wirklich, man kann ganze Gesetze kippen und zwar jedes Gesetz. Und man könnte auch irgendein Gesetz neu in die Bundesverfassung bringen. Und von dem her ist es doch noch wichtig, dass hier ein bewusster Entscheid stattfindet und dass man da nicht einfach schnell irgendwas klickt oder ja sagt. Aus dem kommt noch der ganze Unterschriftengedanke. Genau, jetzt weiß ich gar nicht von der Zeit. Ich bin, glaube ich, so in der Zeit. Das hast du schon ganz gut gemacht. Ich würde vielleicht noch ein, zwei Rückfragen stellen und dann gehen wir weiter zu Lucy. Es ist ja jetzt bisher leider so, eben, dass es noch nirgendwo in der Schweiz noch nicht angewandt wird, das E-Collecting.
Was sind denn jetzt noch die größten Bedenken dagegen? Also was ist noch da, was haben dann die Leute Befürchtungen? Und wie du es gerade gesagt hast, weil ja in der Schweiz die direkte Demokratie wirklich ein starkes Schwert ist und auch wirklich genutzt wird von den Bürgerinnen und Bürgern, müsste man denn, wenn es E-Collecting gibt, die Unterschriftenhürden auch nach oben anpassen, weil es ja doch etwas leichter für die Initiativen wird, eben Online-Unterschriften zu sammeln, wenn man eben nicht mehr auf der Straße alle Unterschriften sammeln muss von Person zu Person? Ja, das ist ein spannender Punkt und das Schade ist, die Antwort kann man wahrscheinlich so, oder ich sage mal, man kann die nicht beantworten, weil man es nicht weiß oder wie es sich verhält. Man kann jetzt sagen, mit E-Voting oder dem Internet-Voting nehmen nicht mehr Leute an Abstimmungen teil. Warum sollten jetzt sich mehr Leute für Unterschriften interessieren oder für andere Volksinitiativen, nur weil das digital ist oder einfacher geht? Und die andere Sichtweise ist, warum ist es dann ein Problem, wenn sich plötzlich mehr Menschen für Demokratie interessieren? Vielleicht waren ja die Hürden tatsächlich zu hoch und es wäre eigentlich ein schöner Nebeneffekt, dass jetzt mehr Leute sich an der ganzen Diskussion beteiligen und sich da austauschen und ein breiterer Diskurs stattfindet. Und hier gibt es tatsächlich Bedenken, auch Demokratie ist Macht. Und heute haben wir in der Schweiz große Parteien, die haben große analoge, papierbasierte Adressbücher, vielleicht auch schon digital. Und jetzt gibt es da bei uns liberalere Organisationen, zum Beispiel die Operation Libero bei uns oder auch WeCollect, die basieren völlig digital. Also die haben digitale Adressbücher, also ganz viele E-Mail-Adressen. Und die haben jetzt, die haben so viele Adressen im System, vielleicht kann da Lucy noch was darüber sagen, die haben plötzlich die Macht, selber Initiativen oder Referenden zu lancieren. Was früher nur großen Wirtschaftsverbänden oder großen Parteien möglich war. Und da gibt es jetzt natürlich bestehende Kräfte, die haben vielleicht die Digitalisierung ein Stück weit verschlafen und sind jetzt da unter Druck und müssen handeln. Und da gibt es natürlich Bedenken, dass man sagt, ja, jetzt muss die Anzahl Unterschriften muss doppelt so hoch sein, wenn das digital ist, oder das muss doppelt so schnell gesammelt werden, was dann wieder einen Nachteil hat, dass man sich weniger lange über ein Thema in der Gesellschaft austauschen kann, wenn das plötzlich schneller geht. Aber das sind sicher spannende Punkte, die wir dann sehen werden, wie sich das entwickelt. Ich habe da keinen Favorit. Okay, super, Sandro. Erstmal danke für den Input. Dann würden wir jetzt weitergehen zu Lucy. Genau, weil ihr wurdet ja gerade jetzt schon erwähnt, als WeCollect, eine große Plattform, die du uns vielleicht jetzt erstmal einfach vorstellen kannst, wie funktioniert die und wie groß seid ihr schon geworden in der Schweiz? Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich auch, mit Sandro auf dem Panel zu sein. Genau, ich sitze hier mit mehreren Hüten auf. Du hast es schon erwähnt. Einerseits bin ich Stiftungsrätin für die Stiftung für direkte Demokratie, welche die Trägerorganisation ist für diese E-Collecting-Plattform WeCollect. Andererseits bin ich Mitbegründerin einer neuen Organisation, die sich für direkte Demokratie auf globaler Ebene einsetzen will. Aber ich werde jetzt vor allem mal über WeCollect was sagen. Und Sandro hat schon viele spannende Fragen in den Raum gestellt und ich hoffe, dass einige davon auch durch WeCollect gelöst werden. Und danach würde ich sehr gerne das Fenster kurz aufmachen auf die globale Ebene und damit wir auch diese Ebene mitdenken, da wir ja nicht nur in Gemeinden und Kantonen und Staaten operieren. Okay, erlauben Sie mir zuerst die Stiftung für direkte Demokratie vorzustellen. Die ist relativ neu, die wurde erst vor 2 Jahren gegründet. Und der Zweck der Stiftung ist die Unterstützung von zivilgesellschaftlichen Projekten, die auf bestimmten Werten basieren, also auf Werten wie Menschenrechten, auf Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit oder Gleichberechtigung.
Die Stiftung ist ganz ausdrücklich parteiunabhängig, aber Sie können natürlich an diesen Werten ablesen, dass wir uns dennoch in einem eher progressiven Feld verorten. Und in dem Sinne versteht sich die Stiftung und natürlich auch WeCollect, die ihr unterstellt ist, durchaus als politische Plattform. Also wir sind nicht nur ein Dienstleistungsbetrieb oder ein Tool, sondern eben die Politik wird hier eigentlich mitgedacht. Ganz ähnlich wie bei Auli, glaube ich, ist eines unserer wichtigsten Anliegen die Förderung und die Ermöglichung der politischen Partizipation in der Bevölkerung. Und das ist eine interessante Frage, über die wir uns eigentlich länger unterhalten sollten. Und es wird Sie nicht erstaunen, dass dies natürlich durch die Digitalisierung der politischen Partizipation ermöglicht wird. Insbesondere eben durch dieses Tool WeCollect. WeCollect wurde 2015 von Daniel Graf gegründet und ich glaube, man kann unbescheiden sagen, dass es innerhalb kürzester Zeit diese Plattform die politische Landschaft in der Schweiz verändert hat. Wie gesagt, die Landschaft in der Schweiz, man kann sich zwar beteiligen, ich habe hier sogar einen Stimmbogen dabei, man kann sich also manche sagen, alle 10 Minuten zu irgendwas äußern. Aber das, wie Sandro erwähnt hat, das ist papierbasiert, aber noch, also politisch gesehen ist es sehr stark an etablierte, starke, große Interessensgruppen und politische Parteien gebunden. Und das, glaube ich, hat WeCollect ganz grundsätzlich neu durchgemischt, die Karten neu gemischt. WeCollect ist eine Plattform, die digital unterstützte Unterschriftensammlung ermöglicht, gleichzeitig Crowdfunding und Politkampagne in einem ist. Und Sie sehen schon an dieser Beschreibung, dass WeCollect wirklich sich als politische Plattform versteht. Und WeCollect hat, glaube ich, den Diskurs in der Schweiz ganz neu erfunden, weil sie auch diese digitale, es geht nicht nur darum zu fragen, wollen Sie hier abstimmen zu einem bestimmten Thema, sondern es geht auch darum, politische Kampagnen zu starten, indem ganz neue Netzwerke geschaffen werden, ganz neue Gruppen und Akteure erreicht werden und damit auch neue Koalitionen, neue Diskurse ermöglicht werden. Das heißt, die Themen, respektive die Kampagnen, die werden zu den Leuten gebracht. Man muss also nicht schon sensibilisiert sein, sondern man wird sensibilisiert und kann sich aus ganz unabhängiger Position heraus an politischen Debatten beteiligen. Eine Frage zur Finanzierung. Finanziert wird es ebenfalls auf breite Weise. Alle Kampagnen werden durch Crowdfunding finanziert. Wie Sie wissen, ist politische Arbeit sehr kostenintensiv. In der Schweiz ist sie nicht steuerbefreit, das muss vielleicht auch noch gesagt werden. Und mit Crowdfunding werden mehrere Fliegen auf einen Schlag getroffen. Die Finanzierung wird auf breiter Basis abgesichert. Die finanzielle und damit natürlich auch die politische Unabhängigkeit wird gewährleistet. Und gleichzeitig wird das Engagement und das sogenannte Buy-in der Community auch gewährleistet. Also das ist eine sehr lebendige, eine sehr engagierte Gemeinschaft, die interessanterweise quer durch das politische Feld eigentlich sich zusammensetzt. Wir haben gerade kürzlich eine kleine demokratiepolitische Innovation gestartet, nämlich wir nennen es das Demokratie-Abo, ein Abonnement, mit dem man Demokratie abonnieren kann. Also man kann einen kleinen Betrag monatlich spenden, um neue Projekte und Kampagnen zu ermöglichen. Und Dani Graf, also das ist der Kopf dahinter, der meint, es ist ein bisschen wie Netflix, einfach anstatt Serien und Filmen gibt es Initiativen und Referenden. Und das ist natürlich auch sexy. Also eben, ich denke,
Und die Abstimmungen haben das gezeigt. Wir haben gerade kürzlich, nicht zuletzt wegen WeCollect, eine Abstimmung zu EID, ein Referendum zu EID gewonnen, wo sich wirklich ganz, wie die Engländer sagen, very unlikely suspects zu einer großen und unerwartet starken politischen Kraft zusammengesetzt haben. Jetzt weiß ich nicht, eigentlich würde ich ganz gerne das ganz kurz zeigen, wenn ich darf, damit Sie das sehen. Hier sehen Sie, das gibt Ihnen dann auch ein paar Ideen, wie das aussieht. Sie sehen meinen Bildschirm, ja? Ja. Wunderbar. Also Sie sehen die Anzahl, die beachtliche Anzahl Unterschriften. Sie sehen auch, wie viele Initiativen und Referenden schon da lanciert sind. Man kann dann in die Projekte hineingehen. Das sind die Projekte, die mittlerweile eben unter der Trägerschaft von der Stiftung für direkte Demokratie sind wir jetzt auf der Plattform WeCollect. Sie sehen, das sind die ganz unterschiedlichen Initiativen, die lanciert werden. Und zwar eine Eigenheit der Schweiz, das kann auf Gemeindeebene sein. Das wäre hier zum Beispiel die Stadt Zürich. Das kann aber auf kantonaler Ebene sein, also hier der Kanton Zürich. Aber das kann auch quasi schweizweit sein, wie hier. Und Sie sehen, wie übersichtlich das ist. Ich interessiere mich jetzt für diese Gleichstellung dank Individualbesteuerung. Dann geht man hier hinein. Und dann gibt es zuerst einmal eine Zusammenfassung, welche die Initiative kurz zusammenfasst und quasi vor allem natürlich die Pro-Argumente aufstockt. Der Initiativtext wird erläutert, die Transparenz, wer dahinter steht, wer die Trägerschaft der Initiative ist und welche etablierten Organisationen das unterstützen. Und man kann es eben, wie gesagt, durch Crowdfunding unterstützen, unabhängig davon, ob man es unterschreibt oder nicht. Und gleichzeitig kann ich sagen, ich will das unterschreiben. Sie sehen, ich habe das schon ausgefüllt. Ich schicke das jetzt ab. Und dann kommt dieser Unterschriftsbogen. Das ist eine Eigenheit der Schweiz. Das muss dann immer noch quasi auf Papier basieren, das hat Sandro schon erwähnt, das ist auch eine Innovation von Auli. Dann kann man das hier ausdrucken, dieser Papierbogen, ganz einfach. Und eine kleine, auch demokratiepolitische Innovation, um das so niederschwellig wie möglich zu halten, haben wir die Frankatur schon, also die Briefmarke, die ist schon vorgedruckt und vorfrankiert. Damit, glaube ich, ist wirklich sehr viel erreicht. In der Schweiz kann man das sehen, wie die politischen Themen und Diskussionen belebt wurden und vitalisiert worden sind mit ganz neuen Akteuren. Und eben, wenn man das weiterdenkt, wir leben in einer globalisierten Gesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, die viele globale Probleme kennt. Gleichzeitig der größte Teil der Weltbevölkerung eigentlich von den politischen Entscheidungsprozessen abgehängt ist und die Probleme weder national noch regional gelöst werden können. Und deshalb bin ich auch Teil einer Bewegung, die sich GLOCO nennt, Global Community. Und wir wollen eigentlich diese direkte demokratische Partizipation und Abstimmung auf globaler Ebene Einführung, nur was globale Probleme angeht natürlich, aber damit hier diese Neubelebung und Legitimierung des demokratischen Diskurses und vor allem auch der Problemlösung eben auch weltweit eingeführt wird. Ich höre vielleicht hier auf und dann können noch Fragen gestellt werden. Genau, ich bin mir nämlich sicher, vor allem zu dem GLOCO-Projekt wollen wir natürlich wissen, wie kann das organisiert werden, weltweite Abstimmung, also das hört sich noch an wie Science Fiction, weil wir ja keinen weltweiten Staat haben, wir haben keine weltweiten Staatsangehörigkeiten.
Also vielleicht noch ganz kurz die Frage, wie das in irgendeiner Art und Weise jetzt schon gedacht werden kann, wie so ein Prozess ablaufen kann. Und dann genau gerne, wenn Sie jetzt als Zuhörer und Zuhörerin Fragen haben, ab jetzt dann melden. Also soll ich mal was sagen dazu? Ja, das wäre noch sehr spannend, ja. Okay, dann mal schauen, dann kann ich das vielleicht hier gleich. Ups, glöckel.ch. So. Also, das ist unsere Webseite. Es geht uns eigentlich darum, eben, dass es keine demokratischen Prozesse gibt, welche wirklich eine Entscheidungsfindung auf globaler Ebene ermöglicht. Und mit den heutigen Mitteln der Digitalisierung sollte es gibt natürlich Probleme, was die digitale Identität angeht beispielsweise und so weiter und so fort, Data Security. Aber grundsätzlich gibt es keinen Grund, weshalb wir nicht im 21. Jahrhundert uns nicht weltweit in einen politischen Diskurs einklinken sollen und wirklich auch abstimmen können, wie das jetzt beispielsweise in der Schweiz für nationale bis hin zu kommunalen Angelegenheiten möglich ist. Sie sehen es an unserer Mission. Wir finden, alle Menschen, unabhängig von ihrer Nationalität, sollen etwas zu sagen haben, wenn es um globale Themen geht. Und wir wollen die Beteiligung weltweit ermöglichen, indem wir eben die direkte globale Demokratie einführen wollen. Und Sie sehen hier vielleicht ganz kurz, die Zeit reicht jetzt vielleicht nicht, um hier alles zu diskutieren, aber es geht eigentlich darum, dass wir durch eine globale Community Themen identifizieren, über die auf globaler Ebene abgestimmt werden soll. Es geht ganz wichtig auch darum, nicht nur die Probleme zu identifizieren, sondern klare Lösungsvorschläge auch zu identifizieren, über die man abstimmen kann. Also anders als eine Petitionsplattform, wo man sagt, ich bin dagegen, dass man Wale abschlachtet beispielsweise, werden hier über ganz konkrete Lösungen abgestimmt. Und vielleicht ist eine Lösung besser als die andere. Wow. So sieht das aus. Und wir sind daran, uns mit anderen ähnlichen Initiativen und Organisationen zusammen zu tun, weil wir noch natürlich in den Babyschuhen sind und die Aufgabe, die ist riesig. Super, vielen Dank, Lucy. Es gibt ja auch Bestrebungen, ein Weltparlament schon zu erstellen. Ja, das wäre ja vielleicht dann auch genau gut, weil man braucht ja auch einen Adressaten, an dem man diese Ergebnisse, wenn wir dann abstimmen dürften, dann übermitteln muss und die sich um die Umsetzung dann vielleicht kümmern können. Aber jetzt gerne, habt ihr Fragen zu diesen sehr spannenden Abläufen, die vielleicht noch als Info ja auch für Deutschland in nicht allzu ferner Zukunft angedacht werden oder sogar Realität werden. Einzelne Bundesländer, zum Beispiel Schleswig-Holstein und auch Berlin, überlegen, ob sie zumindest auf der ersten Stufe der Volksinitiative eine elektronische Unterschriftensammlung möglich machen können. Gibt es Fragen zu diesem Zeitpunkt? Bitte seien Sie nicht schüchtern, Sie können einfach, ich sehe bisher kein Handzeichen, Sie können auch einfach losreden, wir sind ja jetzt nicht mehr eine so große Gruppe. Okay, dann Marie, dann wenn du die gerade Einzige bist, die eine Hand hebt, dann los. Ich fühle mich ganz schlecht, weil ich ja irgendwie Moderatorin heute bin auch. Aber ich muss es fragen, einfach weil ich mich auch für die direkte Demokratie in Berlin stark mache. Wenn wir die Einführung von Online-Unterschriften fordern, wird uns oft entgegnet, ja, das wäre dann wie bei Petitionen, so Clicktivism. Leute beschäftigen sich gar nicht mehr mit einer direktdemokratischen Initiative, sondern klicken einfach nur rauf und fertig ist. Ja. Und das Gespräch auf der Straße beim händischen Unterschriftensammeln, das hätte ja einen viel größeren Wert. Wie ist da eure Erfahrung aus der Schweiz? Könnt ihr schon was dazu sagen oder was würdet ihr darauf erwidern?
Super. In Anbetracht der Kürze der Zeit würde ich gerne zwei, drei Fragen bündeln und euch dann antworten lassen. Also es wäre gut, wenn ihr euch kurz Notizen macht, hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, damit ihr die Frage nicht vergesst. Ja, Kade Wirz, bitte. Ja, also zusätzlich zu der Frage, warte mal, habe ich jetzt irgendwie mein Video an? Nein. So. Noch nicht, ja. Hallo. Hallo. Also ergänzend zu Maries Frage, wie sich der Dialog entwickelt, wenn man mehr E-Collecting macht, hätte ich noch die Frage, wie finden sich da vielleicht Kompromisse oder Gegenvorschläge? Wie kommt die Debatte um Alternativen online in Gang? Ob das verbessert wurde dadurch oder ob man dann einfach eine andere Petition oder eine andere Abstimmungsinitiative starten muss? Dankeschön, dann nehmen wir jetzt noch den Oliver dazu. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage nochmal zu Oli. Genau, es wird ja, also habe ich das richtig verstanden, es wird, die EID wird dort genutzt. Ja, das heißt, ich kann tatsächlich auch elektronisch unterschreiben im Unterschied zu WeCollect, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie läuft das technisch ab? Also wo landet die Unterschrift dann eigentlich? Also laufen die Volksinitiativen dann auf dem Server, auf dem staatlichen Server oder auf dem Server des Kantons, auf deren Webseite? Oder müsst ihr sozusagen das dann nochmal ausdrucken und denen sozusagen bei denen einreichen? Oder wie ist das sozusagen technisch organisiert? Okay, dann würde ich sagen, Sandro, fang du doch direkt an und vielleicht kannst du auch noch kurz diese Entwicklung mit dem E-Identity-Gesetz auf nationaler Ebene, das jetzt abgelehnt wurde, ganz kurz erklären. Ich versuche, vielleicht noch kurz Unterschriften sammeln auf der Straße mit dem Dialog. Das ist bei uns tatsächlich auch eine Diskussion. Das Problem ist, auf der Straße bist du meistens gestresst und musst irgendwo hin und hast sowieso keine Zeit und dann unterschreibst du einfach, damit er dich wieder in Ruhe lässt oder die Person. Plus in der Schweiz ist es so, da gibt es bezahlte Unterschriftensammler, die werden angestellt, damit sie dich anquatschen und die haben meistens, erzählen die halt irgendwas. Im Idealfall erzählen sie das Richtige, weil das müssten sie auch. Und vielleicht noch, heute findet schon ein großer Teil der Diskussion in Online-Foren und Chats statt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist was anderes. Aber von dem her verlagert sich der Dialog sowieso dorthin. Und bei uns in der Schweiz geht es für eine Initiative 18 Monate, hast du Zeit, um Unterschriften zu sammeln. Und in dieser Zeit hast du natürlich ganz viele Möglichkeiten, dich um ein Thema auszutauschen. Auch die Medien nehmen das auf, gerade für nationale Begehren. Und dann hast du genügend Diskurs, meiner Meinung nach. Mit Auli kann man digital unterschreiben. Wir nutzen einen Unterschriftenservice, einen privaten, der aber nach Schweizer Gesetz zertifiziert ist. Das ist ähnlich wie bei euch das EIDAS, die EIDAS-Verordnung für elektronische Unterschriften. Und in der Schweiz gibt es, also man kann noch kein E-Collecting machen, weil das gesetzlich noch nicht möglich ist. Und es gibt auch kein Gesetz, das sagt, dass die Kantone und der Bund irgendwelche Schnittstellen oder Datenbanken zur Verfügung stellen müssen. Das heißt, bei uns ist alles von Privaten. Also das ganze Unterschriften sammeln bei uns ist eigentlich Aufgabe und im Interesse von Privaten. Das hat eigentlich, der Staat hat kein Interesse daran, da was zu fördern oder einen Auftrag, das zu fördern, dass Unterschriftensammeln einfacher oder besser möglich ist. Weil man nimmt ja ihnen die Macht weg. Also vielleicht ist das noch ein bisschen böse gesagt, aber ich hoffe, das beantwortet die Fragen. Ich habe nicht alles notiert, aber sonst bitte ergänzen. Okay, vielleicht noch kurz zu diesem E-Identity, weil es ja doch spannend ist, dass jetzt ein E-Identity-Gesetz eigentlich auf nationaler Ebene angenommen werden sollte. Warum hat jetzt die Zivilgesellschaft das abgelehnt oder halt, warum gab es dieses Bündnis? Und ja, jetzt gibt es erstmal keine E-Identity. Genau. Dank der Arbeit von Lucy und Co. und der Plattform WeCollect, also das muss man schon sagen, das EID-Gesetz war wahrscheinlich weltweit die erste Abstimmung über Digitalisierung, die stattgefunden hat. Und das hat man auch in der Schweiz gemerkt, wie wenig die Leute wirklich eine Ahnung von Digitalisierung haben. Also wirklich so Merkel-Neuland in diese Richtung.
Und vielleicht kann da Lucy noch mehr dazu sagen, was da schlussendlich die ausschlaggebenden Punkte waren. Aber jetzt geht es bei uns wahrscheinlich nochmals 2 bis 5 Jahre, bis wir die haben. Aber dann wahrscheinlich so, wie es die Chaos Computer Clubs und Nerds und Leute, die Ahnung davon haben, wie so eine EID aussehen soll, auch dann funktioniert. Weil grundsätzlich hat man gesagt, die EID soll von privaten Unternehmen ausgestellt werden, also so von der Deutschen Bahn oder Telekom. Da gehst du an den Schalter und sagst, ich hätte gerne EID, und dann stellen sie die dir aus. Und dann hat die Bevölkerung gesagt, nee, das geht nicht. Wir wollen, dass der Staat oder die Kantone so eine EID ausstellen und die prüfen, wer ist Bürger. Und sie haben dann die Verantwortung zu sagen, das sind unsere Staatsbürger und denen stellen wir eine EID aus. Gleich wie beim Pass. Okay, genau. Lucia, vielleicht magst du das ja noch ergänzen und sonst gerne auch noch zu den anderen Fragen was sagen. Genau, das glaube ich, kann ich gerade in einem Aufwisch machen, sind nämlich sehr spannende Fragen. Also eben beispielsweise, was das Clicktivism angeht, aber auch, wie sieht denn das aus mit dem politischen Dialog oder mit der Auseinandersetzung? Sitzt dann jede einfach hinter ihrem Bildschirm und es gibt eben diese Auseinandersetzung gar nicht, wie wir das ja teilweise leider auch sehen. Unsere Erfahrung ist eigentlich eine ganz andere. Ich habe das erwähnt. Also mit der Plattform WeCollect haben ganz neue Dialoge begonnen. Und im Gegenteil, unsere Erfahrung ist eigentlich auch, dass es eben zu einer geringeren Radikalisierung und zu einer größeren Kompromissfähigkeit beiträgt. Weil die Leute sich für die Sache interessieren, eben nicht anhand von beispielsweise parteipolitischen Gräben diskutiert werden, sondern sehr viel stärker sachpolitisch. Und einfach die Möglichkeit zu haben, sich in den politischen Dialog engagieren und einklinken zu können, führt dazu, dass die Leute tendenziell sehr viel konstruktiver sind. Man muss allerdings sagen, Sie haben das vielleicht jetzt auch ein bisschen gespürt. Das geht nicht automatisch. Also WeCollect ist sehr sorgfältig durchdacht. Das ist wirklich auch getragen eben von sehr erfahrenen Kampagnenleuten. Die Vernetzung auch innerhalb der politischen Landschaft ist sehr stark, aber nicht nur. Gleichzeitig eben sehr stark in die Zukunft auch gedacht. Also automatisch geht das nicht, sondern das muss man auf eine Art und Weise aufstellen und die Leute natürlich ihnen auch die Möglichkeit geben, einen solchen Dialog und eine Auseinandersetzung zu führen, die tatsächlich zielführend ist und die konstruktiv und produktiv ist. Und die EID ist eine ganz interessante Sache, weil grundsätzlich sind wir natürlich für EID, das ist klar. Aber da waren dann Koalitionen, die ungewöhnlich sind, die zusammengekommen sind, die skeptisch waren, dass, wie Sandro das gesagt haben, private Anbieter und Unternehmen, die auf Profit schlussendlich aus sind, diese EID quasi übernehmen sollen. Und da war einfach, da hat meiner Meinung nach auch der Staat seine Aufgaben zu schlecht gemacht. Und zu wenig auch abgeklärt, was passiert mit diesen Daten, wie kann sichergestellt werden, dass diese Daten nicht gehackt, nicht irgendwie sonst wie verwendet werden. Und es war ein Überraschungserfolg, das darf ich auch sagen, aber es war wirklich auch ein Erfolg, der zeigt, wie diese neuen Formen der politischen Auseinandersetzung und eben auch diese neuen Netzwerke zu ganz wichtigen Themen plötzlich ganz breite Bevölkerungsgruppen auch erreichen. Kein Mensch hat sich für die EID interessiert, ehrlich gesagt, außer ein paar Nerds, Verzeihung. Und plötzlich ist das ein Thema, wo man merkt, doch, das geht uns alle was an. Und man hat eine intelligente Auseinandersetzung darüber. Ja, vielen Dank, Lucy. Ah, sorry, habe ich dich unterbrochen? Nein, alles gut.
Sorry, ich wollte nur gerade nochmal unterstützen, dass die Argumente, die du gerade jetzt am Ende gesagt hast, ja auch die generellen Argumente sind, warum direkte Demokratie so unglaublich belebend für eine Gesellschaft sein kann, weil eben das dann die Fragen wirklich an die Menschen herangetragen werden. Und gerade bei Digitalisierung ist es, glaube ich, höchste Zeit, dass wir uns alle mehr damit beschäftigen, weil es uns einfach alle so stark betrifft. Aber jetzt gerne, Stefan, du hast dich noch gemeldet. Deine Frage bitte. Ja, hallo. Ich habe noch eine kurze Frage. Mich würde mal interessieren, E-Collect. Sind über E-Collect tatsächlich bereits Volksabstimmungen initiiert worden? Okay, eine sehr konkrete Frage. Genau, vielleicht könnte ich die noch ergänzen mit wie viele Unterschriften, also wie viele Menschen vereint ihr gerade auf WeCollect, also auch die ihr vielleicht wieder kontaktieren könnt im Sinne von einer vernetzten Zivilgesellschaft. Und es gab noch eine Frage von Martin Rücke aus dem Chat. Wer würde bei GLOCO denn entscheiden, welche Initiativen von globalem Interesse sind und damit dann auch zugelassen werden als Abstimmungsthema? Und gerne bitte, wenn noch andere Fragen im Chat sind, bitte die auch nochmal persönlich stellen. Ich habe jetzt da nicht alle mitlesen können. Gibt es noch eine Frage aus dem Chat? Ja, Robert, du gerne noch. Du bist noch auf Stumm. Ja, wir hören dich noch nicht. Das habe ich zu eurem Schutz gemacht. Okay, ich bin ja auch sehr an direkter Demokratie interessiert und frage mich, wie so ein Bürgerportal aussehen könnte. Da gibt es ja viele Dinge, die man neu denken muss, zum Beispiel, dass man reaktives Handeln unterbindet und einen Diskurs vor einer Abstimmung vorschaltet, ähnliches auch. Und eine Frage, die ich jetzt konkret heute stellen möchte, ist, weil in meiner Idee einer direkten Demokratie kommt es ja auch darauf an, dass der Bürger sich mit seinem politischen Profil eigentlich einbringt und nicht auf Dinge reagiert, die von außen an ihn herangetragen werden. Und daher die Frage ist, ob man in diesen Portalen sozusagen nach Themengruppen sortiert sein politisches Profil oder Interessengebiet angeben kann oder Newsletter bestellen kann, damit man nur zu bestimmten Themenbereichen dann auch informiert wird und nicht mit allen Hunderten von Vorschlägen, die da im Monat reinkommen, sich beschäftigen muss. Danke. Also ich beginne vielleicht ganz kurz, wenn ich darf, ja? Und ich muss dazu sagen, ich bin nicht im Operationellen tätig, also ich entschuldige mich jetzt schon, wenn ich nicht in allen Einzelheiten Antwort geben kann. Und jetzt muss ich gerade überlegen, was die Fragen waren. Also es braucht 100.000, wir haben eine Gemeinschaft, also WeCollect hat eine Gemeinschaft von rund 100.000, vielleicht auch mehr Leuten, die sich eingeschrieben haben. Sie erinnern sich vielleicht vorher, man kann anklicken. Also ich, wenn ich crowdfunde oder wenn ich eine Initiative oder Referendum unterstütze auf WeCollect, muss ich aktiv meine Zustimmung geben, dass ich dann auch zukünftig Informationen zu dieser Initiative, aber auch zu zukünftigen bekomme. In dem Sinn kontrolliere ich selber, ob ich da aufgenommen werde in dieser Community oder nicht und kontrolliere auch, wie lange das ist. Und meines Wissens, bitte zitieren Sie mich nicht, sind es etwas über 100.000 Leute, die da aktiv dabei sind. Diese Leute werden natürlich auch von anderen Organisationen quasi bedient und Interessengruppen. Wenn ich Mitglied von Greenpeace bin, dann bekomme ich natürlich von denen auch Informationen. Aber man kann sich auch ganz autonom informieren, eben über diese Webseite von WeCollect. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, was die anderen Fragen waren. Das waren ganz interessante, aber ich wollte, glaube ich, etwas noch aufgreifen über die Politisierung. Weil das sind ja doch eigentlich sehr herkömmliche Methoden, mit denen wir arbeiten, auch wenn quasi die Mittel jetzt neu sind. Ich meine, interessant ist, und das ist das, was wir jetzt schon beobachten, ist, dass ja eigentlich auch neue Formen von politischer Einflussnahme möglich sind. Also wo das Volk quasi eine wichtige Rolle spielt, die einzelne Bürgerin, der einzelne Bürger eine wichtige Rolle spielt, hoffentlich eben auch neue Gruppierungen, neue Netzwerke, neue Koalitionen. Aber interessant ist natürlich auch, wie beispielsweise auf den politischen Prozess an sich Einfluss genommen werden kann.
Und das könnte man auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen denken. Aber eine ist, indem man direkt auf den politischen Diskurs im Parlament Einfluss nimmt. Da gibt es, glaube ich, sogar sowas wie eine Volksmotion. Das gibt es, glaube ich, im Kanton Schaffhausen. Kleine binnenhelvetische Diskussion hier, wo man direkt quasi Motionen in ein Parlament hineintragen kann auf kantonaler Ebene. Aber eben grundsätzlich ist es sehr interessant, wie hier der politische Diskurs eigentlich und diese politischen Prozesse, wie ihre Legitimierung eigentlich auf eine viel breitere Basis gestellt werden kann. Heute ist es so, dass nur ganz wenige Leute sich wirklich aktiv in den politischen Prozess einbinden und deshalb man mit Fug und Recht sich auch fragen kann, wie legitim denn auch demokratische Prozesse und Verfahren sind. Und ich sehe hier eine Riesenchance und die Erfahrung von WeCollect zeigt das eigentlich auch, dass hier sehr viel mehr Luft nach oben ist und das eben hoffentlich dann auch auf regionaler und globaler Ebene. Okay, genau, vielleicht noch eine kurze Sache. Es wurde jetzt gerade in einem Chat angemerkt, dass vielleicht jetzt immer nur die positiven Seiten von Digitalisierung so hervorgestellt werden. Ich, ein paar so Argumente haben wir jetzt doch schon angesprochen, trotz allem, nämlich, dass es so eine Click-Tivism-Gesellschaft wird, das wurde ja jetzt schon beantwortet. Vielleicht eine Frage noch dazu. Wenn jetzt alles, also online sammeln möglich wäre, ist es dann nicht auch eine Gefahr, dass so sehr finanzstarke, ressourcenstarke Unternehmen halt auch über Werbung sehr, sehr viel mehr Menschen aktivieren können, für Themen zu unterschreiben, die ihnen vielleicht wichtig sind? Also findet dadurch auch eine neue Art von Lobbyismus statt, der eben durch diese digitale Art und Weise zu sammeln leichter umsetzbar ist? Das wäre jetzt noch ein Argument, was mir eingefallen ist, wo sich vielleicht einige Leute Sorgen machen würden. Und dann möchte ich noch einmal die Frage von Martin Rücker wiederholen. Das war die, wer bei GLOCO denn entscheiden würde, welche Initiativen von globalem Interesse sind und damit halt zugelassen werden würden für eine Abstimmung. Und jetzt muss ich es schon ankündigen, das wird dann jetzt auch die Schlussrunde. Also genau, habt ihr jetzt beide nochmal einen kurzen, ein bisschen Zeit hier nochmal kurz Stellung zu nehmen zu diesen Punkten. Sandro, möchtest du damit anfangen? Ich versuche, das ganz kurz zu halten. Vielleicht noch die Frage wegen dem Profiling und Datenschutz bei uns in der Schweiz. Wir haben nicht so einen guten Datenschutzgesetz wie bei euch in Deutschland. Trotzdem, so ein Profiling zu machen von Bürgern mit politischen Interessen ist sehr heikel. Und das findet eigentlich so nicht statt. Und durch das, dass wir keine staatliche Plattform haben, sondern eigentlich private, die aus Organisationen entstehen, die schon aus einem gewissen politischen Spektrum kommen, habe ich eigentlich auf dieser Plattform auch dann alles Abstimmungen, die meinem politischen Interesse gleichgesetzt sind. Oder zum Beispiel WeCollect, die klar aus einem politisch aus einer Ecke kommt oder mit gewissen Themen, die dort drauf sind. Und mit der Werbung, die haben heute schon die Möglichkeit, oder alles Mögliche zu machen, die Leute, die Geld haben. Ich denke eher, dank der Digitalisierung bringen wir die Kosten so massiv runter, dass jetzt auch wirklich kleine Organisationen, kleine Interessensverbände überhaupt die Möglichkeit haben, da ein bisschen Gegengewicht zu leisten. Und gerade die EID-Abstimmung mit WeCollect hat gezeigt, dass dort mit einem vielfach kleineren Budget die Abstimmung gewonnen werden konnte, oder? Die Gegnerschaften hatten wahrscheinlich Faktor 10 bis 20 mehr Budget in den Kriegskassen. Und dank der Digitalisierung wurde eigentlich das ganze System demokratisiert. Das heißt, mit Crowds, die aktiviert werden konnten, konnte man da gegen die große Werbemaschinerie der Lobbyisten da entgegenkommen und die bekämpfen sozusagen. Super, danke Sandro. Sorry, musste ich jetzt leider etwas abkürzen, weil wir schon 5 Minuten über der Zeit ist und Lulu vielleicht auch noch ein kurzes Schlusswort sprechen möchte. Tut mir leid. Ich mache ganz kurz in dem Fall. Danke, Sandra. Du hast eigentlich die Frage schon beantwortet. Ich glaube auch, Werbung ist natürlich möglich. Geld ist wichtig. Finanzen sind wichtig.
Aber mit diesen neuen Methoden und Mitteln der Digitalisierung gibt es, also ist es eben niederschwellig, es ist kostengünstig. Und deshalb sind eben nicht nur die großen Akteure, die da die Abstimmungen gewinnen. Und da sehen wir wirklich eine dramatische Veränderung und mit erstaunlichen Resultaten. Und ich habe gesehen, jemand hat im Chat etwas von der Bubble gesagt. Also die Erfahrungen der Schweiz der letzten, nur schon letzten 2 Jahren zeigen eigentlich, dass die Bubbles eigentlich jetzt sich ganz neu formieren. Also das sind, die sind sehr viel durchlässiger und eben diese Netzwerke und Koalitionen, die sind sehr viel dynamischer geworden. Und das ist eine sehr spannende und ganz klar hat es damit zu tun, mit der Digitalisierung und der Zugänglichkeit und der Dezentralisierung auch von Kampagnen. Zu Glöckow und wer das auswählt, wir wissen es noch nicht. Also doch, es wird natürlich eine Form geben, wie man das auch mit künstlicher Intelligenz, mit einer Art Filter, die relevanten, die wichtigen Themen herauskristallisieren wird. Wir sind noch nicht so weit, aber Watch this space, schreiben Sie sich ein in den Newsletter und beteiligen Sie sich, werden Sie Mitglied und machen Sie mit. Wir fänden, also es ist wirklich eine offene Einladung. Wir freuen uns über alle, die sich engagieren und mitdenken. Und es muss noch ganz viel gedacht und gemacht werden. Super, dann vielen Dank an euch beide, dass ihr heute hier wart, mit uns diskutiert habt. Für uns ist es immer wahnsinnig wertvoll, die Schweizer Gelassenheit und die Schweizer Unaufgeregtheit. Ja, das tut immer sehr gut, weil in Deutschland da doch oft irgendwie teilweise oft hysterisch ist vielleicht zu viel, aber sehr aufgeregt diskutiert wird über manche Sachen und deswegen ist es immer so schön, mit euch im Austausch zu sein. Also vielen herzlichen Dank, viel Glück für eure zukünftigen Projekte. Wir werden das auf jeden Fall mitverfolgen. Und allen anderen hier jetzt, noch eine kleine kurze Pause und dann geht es auch schon in die Abschlussveranstaltung. Also, macht's gut und die anderen bleiben hoffentlich noch weiter dabei. Danke. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank euch.